Ich würde mal sagen, hi, liebe Leute, Until Dawn. Ich habe mir sagen lassen, wir spielen Until Dawn weiter. Man kann die Benachrichtigung anstellen. Und jetzt, wenn man auf Twitch ist, sieht man in der Regel auch immer die Streams. Auf jeden Fall, wir spielen Until Dawn weiter. Leute haben gefragt, wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Da gibt es eine gute Sache, wie wir es herausfinden können. Wir klicken auf Fortsetzen. Und da, wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir einen Rückspann bekommen. Ihr seid gemein, Oh, Leute, wisst ihr das? Kannst Oh du Gott! nicht durch Oh den Gott, ist das laut! Nein! Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist, ein Psychopath! Tut mir leid, dass das arschlaut war gerade. Hey, hallo? Und meine Hausaufgaben? Leute? Seht ihr das? Habt ihr jetzt ein schlechtes Gewissen? Seid ihr jetzt zufrieden? Suchst du nach mir? Wie viel ihm Dank. Lass ihn nicht ärgern. Mike und Chef wie viel ihm Dank. Gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachtturm! Ich fand's nicht zu laut. Ich fand's zu laut. Was ist das? Oh ja, Emily und Matt. Keine Ahnung. Übrigens, hier in diesem Stream sind wir übrigens Team Emily. Morgen bist du immer noch ein M-Fan. Ja, ich hab's gerade gesagt. Wir in diesem Stream sind Team Emily. Was hast du vor? Alle im Stream sind für Emily. Tun? Moment, ich will gerade was trinken. Entschuldige mich, ich muss kurz was trinken. Alle in diesem Stream sind Team Emily. So, ruhig, bleib ruhig, Emily, zurechtweisen. Reiß dich zusammen. Rede nicht in diesem Ton mit Emily, Matt, okay? Bleib ganz ruhig, Emily. Zu leise, oder? Zu leise. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Oh, ich kann mich bewegen. Okay, ich habe mich gerade an den Sinn gesetzt. Ich dachte mir gerade, was macht der da? Ich gehe mal zu den Tierchen. Hallo. Ich bin auf der Durchreise, glaube ich. Sie gehen zur Seite. Sie sehen meine Axt. Oh mein Gott, Matt, sie sind so nah. Deine Axt. Shit. Oh, hey. Oh. Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Ich schieße die Scheiße aus ihm. Oh nein, das ist die Axt. Yes! Verdammt! Warum freut er sich so darüber? Ein bisschen seltsam. Los, zurück! Ah, Scheiße! Du schaffst das, Matt. Ich glaube an dich, mein kleines Mätzchen. Drumherum klettern, Kante greifen. Wir klettern drumherum. Oh Gott! Oh fuck, was? Was? Wo ist der Rückspulbutton? Wo ist der Rückspulbutton? Nein! Oh nein! Emily! Oh. Wir haben jetzt schon zwei Leute verloren, falls jemand fragt. Oh, wir sind Emily. Wisst ihr was? Ich will nicht der Typ sein. Ich meine, Matt hat sowieso schon den Eindruck gemacht, dass er... Ja, der ist tot. Er hat sowieso schon den Eindruck gemacht, dass er etwas früher als alle anderen sterben würde. Er hatte irgendwas an sich, dass mich das halt glauben lassen. Dementsprechend keine Überraschung an der Front. Und es hat den Vorteil für uns... Das hat den Vorteil für uns, dass wir jetzt Emily steuern können. Das heißt, ich denke, man kann auch an eher auf den ersten Blick unschönen Situationen durchaus was Gutes daran sehen. Wir sind Emily. Hast du es denn vergessen? Manchmal ist es besser, nichts zu tun. Ja, manchmal, aber hast du es schon vergessen? Ich bringe alle Tiere um in dem Spiel, wenn ich die Möglichkeit dafür habe. Also bitte. 5 Minuten und schon ist jemand tot. Ja, das ist nicht optimal gelaufen, zugegeben. Aber gut, wir bekommen das hin.
Boden hat gerade ganz seltsam die Textur viel zu spät geladen. Was zur Hölle? Das ist Licht. Nicht so ungewöhnlich tatsächlich. Okay, gehen wir zum Licht. Nicht ins weiße Licht laufen, Emily, aber auch nicht so weit davon weglaufen. Den Wolf hast du leben lassen. Ja, aber der Wolf ist auch... Ich wollte ihm ins Gesicht hauen, aber ich wusste nicht, dass ich da so ein Fadenkreuz habe. Das war das Problem an dem Wolf. Ich hätte ihn umgebracht. Ich hab's nur verkackt. Genauso wie ich Matt am Leben lassen wollte, aber das auch verkackt habe. Vergesst es bitte nicht. Bin gerade wieder zugekommen. Leben noch alle? Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Können wir es anders machen, als die Leiter hochzuklettern? Vielen, vielen Dank, Sophie. Vielen lieben Dank. So, klettern wir nach oben. Du schaffst das, Emily. Du bist eine begnadete Leiterkletterin. Lässt von niemandem jemals was anderes erzählen. Ich mochte Matt eigentlich. Matt war super. Er war ein netter Charakter. Ich mochte ihn halt auch. Ich meine, wenn Emily ihn mag, kann er nicht so verkehrt sein, wenn ihr mich fragt. Und scheinbar hat er Emily relativ glücklich gemacht und sie ihn. Fairerweise muss man sagen, wen würde Emily nicht glücklich machen? Verfluchte Kälte. Ja, deswegen, ich mochte ihn generell auch, aber den sehen wir nicht mehr wieder. Wir klettern noch ein paar Leiter nach oben. Wäre Until Dawn von From Software gemacht, würde es ungefähr genau so aussehen. Sehr viele Leitern. Oh, R2. Ah ja, hier, das Spiel war ja mit dem R2 und dem rechten Stick, muss man immer was machen. Das sieht doch soweit relativ sicher aus hier oben. Ganz vorsichtig den Spind öffnen. Oh, sie wird gesucht. Hannah Washington. Sorry, Hannah. Immer noch vermisst. Oh mein Gott, das ist wieder so leise. Ich glaube, ich muss das Spiel noch ein bisschen lauter machen. Das Gefühl, das ist immer noch ein bisschen zu leise. Tut mir leid, ich habe die Lautstärke-Anschaltung vom Letztstream nicht mehr. Deswegen, wir müssen uns wieder ein bisschen rantasten. Außerdem, Gary ist dazwischen von Yunari. Vielen lieben Dank. Vermisst, wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Hannah Washington wurde seit dem 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines, Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Okay, eine Frau. Also. Kleidung, Merkmale zur Identifikation. Hannah trug schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hatte eine Tätowierung auf der rechten Schulter. Ja. Die Tätowierung auf der rechten Schulter von dem fucking Schmetterling, was auf der einen Seite schon mal wieder relativ offensichtlich ist. Auf Twitch ist das Spiel immer noch Dark Souls eingeben. Shit! Stimmt! Moment. Shit, ihr habt recht! Entschuldigung. Fuck. Ich hab eventuell was verpasst. Ups. Wir haben es geschafft. Verzeihung. Diesmal zugegeben. Sonst kritisiere ich immer, wenn Leute mich darauf aufmerksam machen, dass ich das noch nicht geändert habe. Dieses Mal habe ich es wirklich nicht geändert. Das Spiel ist wirklich zu leise. Ich arbeite dran. Genau. Sie hat den Schmetterling auf die Schulter tätowiert. Das war auf allen Bildern, die wir bisher von ihr gesehen haben, war immer dieser fucking Schmetterling zu sehen. Oder sie hatte immer irgendwelche ärmelfreien Oberteile an, damit man auch ja die Tätowierung sieht. Naja, sie ist vermisst. Ich sehe schon. Hallo, sei die Twitch-Polizei? Bitte nicht. Ich könnte mich doch jetzt nicht einfach so auffliegen lassen. Ach, komm schon. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Gefühlt ist es immer noch zu leise. Das Problem ist, dass dass manche Dialoge immer lauter sind als andere. Strom ist auch eine Sache, die ganz schön oft im Spiel der Fall ist. Okay.
Haben wir hier vielleicht irgendwo zufälligerweise einen Sicherungskasten? Gute Neuigkeit, ich habe einen Sicherungskasten gefunden. Hey. Wer macht eigentlich die ganzen Sicherungen raus? Okay, na. Ein Anfang. Oh, shit, ein Faxgerät. Und das im Jahr 2018, oh. Sogar farbig. Beth Washington wurde ebenfalls vermisst, zur gleichen Uhrzeit. Wir wissen, was mit den beiden passiert ist. Wir können anrufen, aber leg den Zettel weg. Wir müssen uns nicht von den vermissten Leuten jetzt so runterziehen lassen. Okay, Radio. Wir spielen mal ein bisschen was ab. Mäp. Die am Rad. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Over. Antworte. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte, 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 Hilfe. Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath. Sie mich hören. Wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie wir sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren? Over. Haben Sie auch Herrn Ausweis dabei? ich will nicht sagen, dass die deutsche Synchro on point ist, aber ich denke, Meisterleistung an der Stelle. Meisterleistung. Mein Name ist Emily. Wir beharren. Schrei weiter Hilfe. Das hilft. Hilfe! Oh mein Gott, bitte Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott, bitte Hilfe! Wir sind bei der Ski-Lodge und hier ist ein Killer und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte holen Sie uns, bitte! Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Bitte Hilfe! Bitte, bitte Hilfe! Oh Gott, bitte! Oh mein Gott, wir werden hier draufgehen, wenn Sie uns nicht retten. Hier ist ein Psychopath. Haben Sie verstanden? Jetzt, das ist doch die Synchronsprecherleistung, die ich hören wollte. Ich höre Sie, Ma'am. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir schicken Hubschrauber, die Sie da rausholen, sobald der Sturm sich gelegt hat. Over. Was? Wann? Wie lange? Morgen, so früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Nein. Oh mein Gott, nein! Nein. Nein. Wenn Emily was zustößt, ist dieser Playthrough beendet. Dann sind wir fertig mit dem Spiel, okay? Der Stream ist vorbei, wenn Emily was zustößt. Nein. Oh Gott, nein! Emily! Oh Gott, nein, Emily! Du schaffst das. Sei froh, dass du das Snickers letztens nicht gegessen hast, als du so wütend auf Matt warst. Oh Gott! Oma. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Nein, Emily! Nein! Nein! Dürfen Sie nicht verlieren! Oh, es sieht nicht. Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Oh nein! Emily! Antworte doch! Status. Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen.
Sie muss hier runtergekommen. Emily! Ich hab sie auch nicht gesehen. Okay. Eventuell werden wir den Stream in nächster Zeit beenden, weil eventuell Emily was zugestoßen ist. Und ja, die Szene sah ein bisschen wie Uncharted aus. Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Ich mag's, dass ihr Outfit noch getränkt ist in dem Blut von ihrem Freund, der neben ihr zersägt wurde. Und sie trotzdem sich denkt, ich meine, hier liebe ich schon noch an die Klamotten rum oder so, aber nee, was auch immer. Ich bleib lieber getränkt im Menschenblut. Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie ich glaube, ich muss lauter machen, oder? Ich war dein Freund. Und ich, nein, ich will nur sagen, ich meine, danke. Danke. Ich verdanke dir mein Leben. Ja, mein Kopf zu Ashley. Klar, Ash. Schon gut. Ich meine, ich würde es wieder tun. Na klar. Er würde es wieder tun, gute Neuigkeiten. Ash, geht's dir gut? Ja, er hat sich ja für Ashley entschieden. Ich weiß, du und Josh standet euch... Sieh mal hier. Chris, was ist dir passiert? Schau mal, da ist eine Scherbe. Ich bin kein Forensikexperte, aber sie wurde anscheinend geworfen. Ja, die habe ich doch geworfen. Ich erinnere mich. Es war ich, der die Vase geworfen hat. Was soll das? Eventuell treibt sich hier übrigens ein Mörder in dem Haus herum. Das ist so abartig. Ja, die Tür hat sich einfach geschlossen. Das ist krank. Perversionen, die sich vor uns hier offenbaren. Jetzt eine geöffnete Tür. Das ist krank. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine das ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Beharren, da war ein Geist. Nachgehen, wer weiß, was das war. Nein, wir beharren darauf. Da war ein Geist. Nein, es war spukig. Du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut, schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Tür hat sich geöffnet, gehen wir runter. Okay. Ich meine, wenn wir jetzt runter in den Keller gehen, ich kann mir am besten nicht vorstellen, was hier unter Umständen schief gehen könnte. Ich meine, im Keller. Wenn hier sich Mörder so herumtreibt, keine Probleme. Da war ein lautes Jumpscare-Geräusch. Das sind immer ziemlich gruselig. Wow, das kann doch nicht wahr sein! Was zur Hölle? Ist denn hier los? Wow! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist dran gestoßen, oder? Bist du ich dran gestoßen? Was? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Wofür fürchten die sich? Ich könnte hier alles zur Freakshow werden. Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an. Und dieses Gespenst oder Ashley, was immer es war. Du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Oh, was passiert hier denn? Wofür fürchtet ihr euch? Sie war praktisch direkt vor uns. Wir halluzinieren. Ich hab keine Halluzination. Ja, also ich hab auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Ja, und das macht mir Sorgen. Oh, Chris. Ich weiß. Weißt du, was mir wirklich Sorgen macht? Okay, ich habe Angst um Sam. Was ist mit ihr passiert? Falls ein Psychopath hier rumläuft, ist sie vielleicht auch tot. Sag das nicht. Bitte, Chris. Haben wir jetzt die Phase erreicht, in der alle Charaktere die ganze Zeit nur heulen?
Was haben sie überhaupt die ganze Zeit über gesehen? Ich habe nur gehört, dass jemand, der laut den Deckel von seinem Piano hat runterfallen lassen. Und dann haben sie beide gesagt, oh shit, kann das wahr sein? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Haben sie das Geräusch überhaupt gehört? War das ein Geräusch, das die Charaktere auch hören? Oder war es nur ein Jumpscare-Verstärkungsgeräusch, das wir Spieler hören sollen? Und wenn sie es gehört haben, warum wundern sie sich nicht, dass jemand den Deckel von seinem, die Klappe von seinem Piano hat runterfallen lassen? Und was das mit irgendwelchen Geistern zu tun hat? Und warum haben sie so viel Angst davor? Da war ein weißer Schatten, den habe ich nicht gesehen. Ich behaupte, da war keiner. Okay, das ist ein Bild. Man sollte den Piano nicht so behandeln. Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Puppenhaus! Da, Chris! Jetzt keine Zeit zu spielen, Ashley. Was denn? Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Oh, oh mein Gott, ja! Nein! Ja, nein, ja, ich bin neugierig. Okay, ich bin neugierig. Was passiert hier? Komm schon. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Oh yes. Okay, wir brauchen Schlüssel, können wir mit den Puppen spielen. Das Blatt wendet sich wieder mal zu meinen Gunsten. Oh, ist der Schlüssel vielleicht bei dem Bild da hinten? Warte. Oh. Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du es nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt? Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Scheiße, Ash, was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht. Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay, und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Was war das? Wie kann er kann ich jetzt einfach hintergehen? Sie ist in das Bild reingewandert, oder? Ich meine, ich konnte mir das Bild ja vorhin anschauen. Ah. War der Schlüssel vorhin auch schon da? Ich hoffe, den hast du schon den Schlüssel einfach mit. Na bitte. Ja. Oh. Oh mein Gott. Da, Chris. Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen das ist, hast. Siehst du? Das ist, Du siehst das, du. Ich weiß nicht. Ich. Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Okay, gehen wir hinten entlang. Das hat uns den Weg gezeigt. Gute Neuigkeiten. Ich glaube, wir können jetzt mit den Puppen spielen. Oh, das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das Schlüssel. Zeigen. Was? Okay. Oh shit, die haben sogar ein paar kleine Mini-Bierflaschen da. Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Nimm besser das Tagebuch an dich. Dann drehen wir es noch ein bisschen. Das ist Hannas Tagebuch. Okay, was stehen wir drin? Mama hat endlich ja gesagt, die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Oh, es gibt eine Party. Ich hasse diese Warterei. Smiley traurig. Ich habe jetzt Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Smiley traurig. Sie ist sehr traurig, wie mir scheint. OMG, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Doppelpunkt D. Juhu, morgen Wenn steigt alle die Party. Wir sind auf dem Berg. Das wird so super.
Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Okay, lese ich weiter. Ich muss aufhören, an ihn zu denken. Es war wohl einfach so traurig. Das kommt von da hinten. Okay, hier werden die Geist jagen. Das Puppenhaus war jetzt ziemlich enttäuscht, ehrlich gesagt. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Darüber nicht in die Wand laufen. Das wird ziemlich spukig. Nichts da. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Der Geist, diese Geistergestalt ist seltsamerweise genau 2 Meter hinter euch erschienen und hat in eine für euch nicht sichtbare Kamera geschrien. Seltsam. Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Industrieglühbirnen? Ich weiß nicht, inwiefern das für einen Privatnutzer wirklich von Interesse wäre. Vor allem sollten das doch viel größere Mengen sein, als ein privater Nutzer jemals gebrauchen kann. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Eine Glühbirne ist eingekreist. Für RB-Projektoren. Ja, nimm die Schere besser mit. Damit können wir bestimmt was ausschneiden. Okay. Ist hier eine Schere in der Gesäßtasche? Puppenkopf. Und da denkt man, gruseliger Gift. Ja. Oh. Shit. Unangenehm. Na, wir gehen am besten einfach weiter. Was war das? Huh. Warte, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Es gibt zu viele Räume hier hinten. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Chris, was glaubst du, wie es Emily geht? Ich vermisse Emily. Ich habe das Gefühl, ich wäre glücklicher, wenn ich wüsste, ob es Emily gut geht oder nicht. In aller Welt sind wir hier. Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Das ist ein schickes Hotel. Sieht auch schon wieder aus wie ein Uncharted. In Uncharted 2 ist man irgendwo in Indien oder so, da ist man auch in Häuser unterwegs. Die sahen auch so ähnlich aus, nur war es da ein gutes Stück heller. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist und... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Oh, wollen wir jetzt die Nummer abziehen von wegen, oh, ihr habt euch über sie lustig gemacht und ihr seid schuld, dass sie gestorben ist. Weißt du was, Ashley? Kann ich nicht leiden, ich glaube, du würdest sowas sagen. Verständnisvoll, wir haben sie blamiert. Abschätzig, sie hat überreagiert. Ist nicht unsere Schuld, dass sie ein Flittchen war. Ja, tja, ganz unschuldig war sie nicht. Ja. Was? Ich meine, es war ja peinlich. Aber komm, sie musste doch nicht wegrennen, halb nackt und aufgelöst. Wir sollten nicht uns die Schuld geben. Du bist echt krass, Ash. Ich meine, sie war wirklich fertig. Ich sag ja nur, vielleicht hat sie da ein bisschen überreagiert, okay? Scheiße, was zum Teufel? Oh mein Gott, bist du okay? Ich hasse diesen Laden, gehen wir. Ich dachte, sie hat hier mit dem Brett gehauen. Okay. Beziehungsweise mit dem Balken, besser gesagt. Was haben wir denn da vorne? Ein Freundschaftsarmband. Was ist das? Sams Armband. Und sie nimmt dieses Ding nie ab. Wir müssen sie finden. Schnell. Okay, suchen wir sie. Das Armband haben wir bereits. Wie durch der Rest von ihrem Körper. Hey. Sind die fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Uhu. Das ist eine echt gute Frage.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass derartige Fake News wirklich eine Sache sind, die wir tolerieren sollten. Ich glaube, langsam haben wir herausgefunden, wo die herkommen. Ich glaube, wir sind dem Ganzen langsam auf der Spur. Da kommen also die, die falschen Nachrichten her. Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich habe genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Ja, ich sehe gerade... Was weißt du bis jetzt besser, Resident Evil 7 oder Until Dawn? Ich will nicht sagen, dass sie zwangsweise so viel gemeinsam haben, aber auf jeden Fall Resident Evil. Until Dawn ist bisher wirklich das ist ziemlich Trash, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich Angst. Suchen wir Sam. Zögerlich oder mutig? Wir sind mutig. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich habe nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Okay, gehen wir Sam finden. Glaubt ihr, da unten wartet ein Monster? Nee, ich hoffe nicht. Es wäre sehr unangenehm. So kenne ich meine Ash. Ashley ist fucking nervig. Ich habe sie wegen dir überleben lassen und es war ein Fehler. Ashley ist so nervig. Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie? Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Wir übersehen eventuell irgendwas. Frage ist nur, was? Na, Batterie. TV und Lights, okay. Batterien und Timer. Kann ich die... Wenn ich nach links drücke, bewege ich die Taschenlampe nach rechts. Wenn ich nach rechts drücke, nach links. Das ist sehr verwirrend. Okay. Was ist daran? Timer? Achso, die Teile da unten. Ist damit eingestellt, wann die Lichter und der Fernseher angehen und sowas? Nee, was? Hä? Was sind das für random... Da liegen einfach random Batterien auf dem Boden. Oh, hallo. Wollen wir die Puppe eigentlich, werden wir nicht beachten, oder? Nein? Okay. Ne, wir gehen hier hinter. Warum verlässt eigentlich nicht einfach jemand dieses Haus? Löst ihr auch die Hinweise dazu durch? Die Hinweise. Ach ja, es gab's ja auch noch. Was hat man denn für Hinweise? Das sind so viele Hinweise. Ich werde doch jetzt nicht alle Hinweise durchlesen. Das sind scheiß viele. Oder Batterien und Timer. Batterien, Schalter und Timer, die ja miteinander verkabelt sind. Jemand scheint damit Elektrogeräte per Fernsteuerung kontrolliert zu haben. Oh, okay. Warum erklären sie es dann nicht direkt, wenn man das Zeug anschaut? Muss man da echt extra ein Menü dafür öffnen, damit man eine kurze Erklärung bekommt, was jetzt damit auf sich hat? Das sind wir. Shit. Sie hat zwei Kreuze über den Augen. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott! Okay. Was suchen wir hier unten jetzt eigentlich, um genau zu sein? Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir nicht wirklich irgendwas finden. Na, ich zieh zurück. Wir haben eine Menge Blut gefunden. Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege.
Ich hab's aber. Das? Verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Es kommt schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Oh, komm schon. Chris. Was? Ich glaube, ich hab's Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Tja, also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los. Ich bin mir sicher, es wäre sinnvoll, wenn wir uns aufteilen würden. Ich komm gleich nach. Sam! Chris! Chris, hilf, ich steck fest! Wenn du eins beim Entdecken drückst, kommst du direkt zu diesem Hinweisfenster. Das ist ein guter Tipp. Ich bin gar nicht da. Wie ein Hund, der Würmer hat. Sachen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wo zum Teufel ist die hergekommen? Aus dem Kühlraum. Ja. Woher auch sonst? Warum hast du sie mitgebracht? Hättest du mir sonst geglaubt? Und die ist, naja, kein gutes Zeichen. Für Sam? Für keinen von uns, aber ja, vor allem für Sam. Wir haben größere Probleme als das. Was meinst du? Der Psychopath, Chris. Ich habe ihn gesehen. Was? Oh. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Wir müssen leise sein. Er muss noch ganz in der Nähe sein. Super. Bitte, nein! Ich glaube, das ist Sam. Hm. Ich habe gehört, ich soll mal nachschauen, was ich in den Beziehungen zwischen den Charakteren angerichtet habe. Oh mein Gott, Ashley! Du bist so neugierig! Und sie mag Chris ein bisschen mehr, aber sie ist einfach viel zu neugierig. Du wirst dich noch umbringen, wenn du so neugierig bist. Kann ich da nicht andere noch nachschauen? Ich glaube nicht, oder? Nur den ich gerade spiele. Oh mein Gott, seht euch die Neugierde an. Das ist im roten Bereich. Oh, laufen, genau. Immer wenn die Kopfansicht kommt, dann denke ich immer, dass eine Katze losgeht. Neugier ist der Katze tot. Oh, oh nein. Oh, ich meine, oh nein. Sam? Ist das Sam? Sam! Chris! Ist sie tot? Wo bin denn ich? Sie ist nicht tot! Woher weißt du das? Sie atmet noch. Was zur Hölle hat sie? Sie ist bewusstlos. Oh. Oh, oh nein, 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 das ist übel, ganz übel. Wir müssen sie herausschaffen. Ich hab ihn gewarnt. Oh shit! Lass ihn, geh weg! Lass ihn Schere. Gefälligst beim Land! Schere! Oh. Nein! Nein, 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 nein! Dir zeig ich's! Was? Oh Gott, nein! Dir zeig ich's! Nicht optimal gelaufen. Was hat er mit dir gemacht? Er hat mich geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Du perverses Stück Scheiße. Monster. Oh, zieh dich um, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht. Der legt die Waffe auf den Tisch, oder? Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Oh. Ashley wird sterben. Mir was sagen? Chris, es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf, sag's. Wir reden immer drum herum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet.
Sekunde, die ich bei dir war. Ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Yes, jetzt kommen wir Ashley, ich hol dich hier raus. Ich lass dich hier nicht sterben. Okay. Oh, no, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, Scheiße. Ich hab Angst, Chris. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, oh, das wird super. Nur du entscheidest. Okay. Was? Nein. Sei doch nicht albern, Chris. Komm schon, lass mich entscheiden. Oh mein Gott, nein! Nein, nein, Chris! Tut mir leid, Ashley, es ist so zu meinem eigenen Besten. Tödlicher Groll. Manchmal muss man tun, was man tun muss. Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist? Hä? Also, was gibt dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Das ist eine gute Frage. Du bist krank! Ein krankes Schwein! Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath! Okay. Jetzt sind zwei tot. Zugegeben! Nicht das beste Kapitel, okay? Oh shit! Hey! Leute, Sam. Kommt schon, ich. Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Rücksender. Er hat sich entschieden. Oh mein Gott, das war so ein schlechtes Kapitel! Nein. Ist echt nicht gut gelaufen. Oh mein Gott. Warte, aber wenn ich richtig liege, sollte Emily noch leben. Emily müsste noch leben. Bei ihr wissen wir noch nicht, ob sie wirklich tot ist. Shit. 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 Vier Stunden bis zum Morgen. Okay. Was? Was? Komm hierher. Ich bin gerade etwas, ist gerade schlecht mit dem Laufen. Verzeihung. Ups. Ihre Beziehung zu Josh ist relativ gut und sie ist sehr hilfsbereit. Eigentlich ist sie nicht mehr so tapfer. Was will ich mit dem rechten Stick jetzt machen? Schaffst du das? Gute Arbeit. Au. 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 Los, los, los. Touchpad. R2. Komm schon. Schaffst du das? Oh Mann, waren die Dinger fest. Oh mein Gott sei Dank bist du hier. Okay, geht's dir gut? Besorgt, wo ist Jessica? Neugierig, wie bist du hierher gekommen? Wir sind besorgt. Wo ist Jessica? Ist sie nicht bei dir?
Jessica ist tot. Was? Er ermordet Sam. Hier oben läuft ein Irrer herum, der uns umbringen will. Uns alle. Und ich schwöre bei Gott, wenn alle wieder in Sicherheit sind, werde ich diesen Wichser jagen und ihm die Eier abreißen. Und zwar jedes einzelne. Jessica ist gar nicht tot. Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst. Ist Jessica tot? Er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Jessica ist doch nicht tot. Okay, versuchen wir die Tür zu öffnen. Was haben wir hier? Eine Kamera. Das ist kein qualitatives Stativ. Und jetzt, wenn ich hier eins drücke, kann ich direkt den Hinweis dazu lesen. Okay. Videokamera, Fundort, altes Hotel. Wir sehen im alten Hotel. Eine Videokamera auf einem Stativ, die auf einen Stuhl gerichtet ist. Der Psychopath sammelt Aufnahmen von dem, was hier vor sich geht. Okay, das ist also wirklich, das ist ein Boy, der zu viel Saw gesehen hat und sich dachte, das würde ich gerne nachmachen. Was relativ bedenklich ist, nachdem die Saw-Reihe nach dem ersten Teil ziemlich dümmlich und kacke wurde. Und wenn jemand denkt, der muss das nachmachen, dann ist das halt, das ist halt wirklich dämlich. Ich meine, es gibt viele gute Filme oder Bücher, die er sich als Vorlage aussuchen kann. Ausrechnet Saw. Das lässt sich in keinem guten Licht dastehen. Außerdem, Gary ist inzwischen von der Rex. 7 Monate ist schon fast ein halbes Jahr. Aber nur fast. Vielen lieben Dank. Das ist immer noch kein East Pack. Gehen wir weiter. Hier müsste er sich doch direkt... Mike müsste es sein. Er müsste hier doch direkt dann dahinter sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt geht's zur Schule. Hey. Gott, sieht so schlimm aus. Auch schön, dich zu sehen. Das ist ein sehr schmutziges Handtuch. Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du mal, Mike? Ja, klar doch. Gib mir eine Entscheidung. Ich habe keine Entscheidung bekommen. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Dafür ist eine sehr, die Hose ist so eng, dass sie auch genauso gut keine tragen könnte. Ist das Weinen? Boah, es ist ja gleich über den Rucksack. Hier sollten wir besser nicht schubsen. Oh shit. Oh Gott, nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Nein, nein, nein! Geh weg! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Mann. Kaum zu glauben. Der eine andere Charakter, den wir im Spiel kennengelernt haben, ist der Mörder. Oh mein Gott, Matt! Matt! Oh, Scheiße! Mein Gott, Emmy, du lebst! Ich meine, Em. Shit. Oh, Scheiße! Oh, verdammt! Reiß dich zusammen, Em. Schaffen das. Wer war das? Das ist ja, das ist der eine andere Charakter aus der von der Gruppe von Freunden, den wir kennengelernt haben. Der alle zu der Hütte eingeladen hat. Das ist dumm. Du schaffst das, Emily. Oh Gott! Okay. Lass dich nicht entmutigen. Shit! 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 Ah!
Das ist nicht gut. Das mit dem Knie hätte wahrscheinlich auch besser nicht passieren sollen. Okay, wir schaffen das. Oh Gott. Das waren 600 Mäuse. Wehe, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Das war ihr Lieblingsoutfit. Wehe, das klappt nicht. Okay. Sieht doch gut aus. Ja. Du sagst es, Emily. Du sagst es. Und denk dran, in diesem Stream sind wir Team Emily. Vergesst das bitte nicht. Sie erlebte mich gerade ihr Uncharted-Abenteuer. Hallo? Hier ist jemand außer mir, Emily. Und ich bin quasi für dich auch nicht vorhanden, aber ich rede sehr viel über dich. Das ist wahrscheinlich relativ seltsam. Eine Lore. Okay, und da haben wir einen Fahrstuhl. Ich glaube, wir wollen zum Fahrstuhl rüber, an dem wir gerade in irgendeiner seltsamen Mine aus irgendwelchen Gründen gefangen sind. Wenn du Emily jetzt da durchbekommst, bekommst du von mir 2 Euro. Das klingt nach einem Deal. Das klingt nach einem Deal nach meinem Geschmack. Okay, Emily. Emily, wenn du... müssen uns ganz genau umschauen. Es gibt bestimmt irgendeine Scheiße, die ich hier übersehen kann, nehme ich an. Oh, außerdem, wir lieben mal alle Wipes. Wir lieben die Subscription. Vielen lieben Dank. Okay, da ist die Tür. Will ich da schon hingehen? Will ich zur Tür? Oder will ich da hoch? Was, wenn ich die Türe öffne und dann mit der Lore durchfahren werde oder so? Okay, die Tür werde ich von hier aus nicht öffnen. Ich sehe schon. Es ist eine stabile Kette. Es muss hier irgendeinen Trick geben bei der ganzen Sache. Und wenn Emily stirbt, ist der Stream zu Ende. Deswegen darf sie nicht sterben. Hier darf nichts passieren. Hier, da haben wir die Lore. Was haben wir hier? Ich hoffe, da ist kein Monster drin. Oh, kein Monster. Stattdessen ist es ein Bild. Bergarbeiterfoto. Nicht so hilfreich. Bergarbeiterfoto, Fundort Mine. Ein Foto von einer Gruppe von Männern, die Sprengtruppe genannt wurden. Aufgenommen in den Northwest-Minen im Jahr 1951. Sie sprengt neue Tunnel. Auf der Rückseite die Sprengtruppe. Vorbereitung zum Sprengen neuer Schächte. Okay, die Sprengtruppe. Ich sehe schon. Oh, und der Fifi-Dolong an Heisenberg. 3905. Liebliche Resubscription. Hashtag Team Emily. Exakt! Das ist der Kampfgeist! Das ist der Kampfgeist, den ich sehen will. Okay, was haben wir hier hinten noch? Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Ich denke, ich muss einfach die Lore losfahren lassen. Oder mit ihr interagieren. Ich glaube, sonst ist hier nichts anderes. Vorsichtig, ganz vorsichtig, Emily. Nicht hinterherlaufen. Okay, wunderschön. Ich würde sagen, das hat soweit 1A geklappt. Und wir haben noch eine kleine Laterne angemacht. Das heißt, wir haben noch etwas mehr Licht, als wenn wir nur die Fackel hier hätten. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Von da links kamen wir. Ich bin so verunsichert. Oh nein. Was ist das da hinten? Das ist eine Leiter. Oh nein. Oh nein. Ich brauche bestimmt irgendeine Waffe oder so eine Scheiße. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Oh, Emily, ich mach mir Sorgen um dich, Emily. Ich will nicht, dass dir was zustößt. Scheiße! Okay, wie schalte ich das Ding ein? Okay, schalten wir das Ding ein. Oh,
Es wird bestimmt so. Nein! Es darf nicht schief gehen! Es darf nicht schief gehen! Okay, wir klettern einfach die Leiter hoch. Nein. Wir klettern die Leiter noch nicht hoch. Wir gehen erstmal zu dem Teil hier rüber, bevor wir hochklettern. Das ist schon wieder nur ein Hinweis. So, was sagt der Hinweis? Eine Stechuhr! So wusste die Minenaufseher, wie viele Männer in der Mine waren. Die Karten im einen Bereich fehlen. Okay. Also ist hier niemand in der Mine? Oder alle? Klettern wir nach oben. Emily, schärfst das? Lass dich bitte von niemanden, lass dich von niemandem Angst einjagen. Ich glaube an dich. Emily! Okay, Quicktime Event, Gott. Oh Gott! Verdammt! Bleib stark, Emily. Bleib stark, Emily! Bleib stark, Emily! Okay. Schädel, Skelette. Ich vermute, das sind die Minenarbeiter, wenn ich einfach mal raten müsste. Das darf nichts. Oh mein Gott, vielleicht kommt auch so eine Stelle, wo ich mich nicht bewegen darf. Ich werde meinen Controller einfach mal, oh nein. Oh, ich hoffe, es kommt keine Stelle, bei der ich mich nicht... Ich bin nervös. Das wird ziemlich gut, Emily. Oh mein Gott, ich will nicht, dass es schief geht. Wir müssen nicht retten, Emily. Es darf ja nichts passieren. Das will ich mir nie verzeihen. Schräg. Wirklich schräg. Ziemlich schräg. Was haben wir hier? Öffne die Kiste. Ein Foto. Von alten Leuten. Die sind vermutlich alle tot. Liebster Billy, komm schnell sicher nach Hause. Von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter. Agnes und Louise. XX. Wärt ihr lieber eine Agnes oder eine Louise? Ich glaube, ich wäre lieber Agnes, ehrlich gesagt. Die Agnes hat eine gewisse Swagness. Ja, und das ist eine Leiter. Ich vermute, mit der werden wir nirgendwo mehr hingehen können. Naja, das haben wir schon angequatscht. Gut. Ich glaube, wir wollen dann nach oben gehen. Emily? Wir sind vorsichtig. Pass einfach auf, dich kreis. Okay. Rechts springen, hochstrecken. Es darf einfach nichts passieren. Oh mein Gott, Emily, wenn du runterfällst, ich werde dir das nicht verzeihen! Kreis. Gott, der Leiter, Emily. Oh mein Gott, ganz langsam. Vorsichtig. Es darf einfach nichts passieren. Okay. Gehen wir mal hier rechts erstmal entlang. Okay, bisher haben wir noch alles überstanden. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, die gesamte Gefahr wäre noch nicht überstanden.
Einfach vorsichtig, Emily. Wenn du nur sowas wie eine riesige Schusswaffe bei dir hättest. Oder wenn du insgesamt gar nicht erst in dieser Mine wärst. Ich glaube, das würde ungemein weiterhelfen. Das ist bestimmt das Flittchen Jessica. Warum läuft sie so seltsam? Ist sie so geschwächt oder ist sie einfach wirklich so gelangweilt von der Situation gerade, dass sie sich nicht dazu durchringen kann, ihren Arm anders zu bewegen? Komm schon, verfluchte Scheiße! Verfluchter Mist! Vorsichtig. Und Freitagschat, gute Arbeit. Ich sehe schon, hier sind wieder viele lustige Leute da. Freut mich. Für dich immer ein Dankeschön. Okay, bin ich mir nicht überhaupt richtig? Ich glaube, von hier kam ich, oder? Was hat jetzt gebracht, dass ich einen fucking Schalter umgelegt habe? Ihr wünscht, ich wäre so als wie Freitagschat. Wir alle. Wir alle wünschen es uns. Freitag ist immer ein Mysterium. Es ist immer ein seltsamer Tag. Shit, von hier kamen wir, oder? Oh Gott, warum ist es hier alles so dunkel? Ich sehe hier doch nichts. Da ist was. Oh Gott, nein. Oh, bitte keine Emily-Vision. Okay. Das war ein Gefängnis, aus dem ein Arm rauskam. Ich weiß nicht ganz, was mir das sagen soll. Ich glaube, das könnte sich als mittelmäßig anspruchsvoll herausstellen, da hochzuklettern. Was haben wir denn alles? Haben wir vielleicht so eine Art Schuhe mit lustigen Stacheln dran? Oh. Falls ihr vergessen habt, wer das auf dem Foto ist, wie gesagt, wie ich schon angemerkt habe, bei den Fotos von ihr wird immer Wert darauf gelegt, dass sie ein ärmelloses Shirt trägt, damit man auf jeden Fall ihre Schmetterlingstätowierung sieht. Das ist sehr wichtig. Und auch bei diesem Foto, sie hat nicht enttäuscht. Und ja, ich schau mal auf die Stats, Moment. Wo sind denn die Stats? Sie mochte Matt sehr. Und ansonsten, sie ist nicht mehr ganz so tapfer. Und ja, Stats sind relativ langweilig, würde ich sagen. Gefahr ist mein scheiß zweiter Vorname. Emily Gefahr heißt du also. Auf diese Gefahr würde ich mich gerne einlassen. Glaubst du, wir haben hier irgendwo ein Foto von der Brillenträgerin gefunden? Das ist Hannahs Brille.
Kann ich da nicht irgendwas anquatschen? Nein. Okay. Dann gehen wir darüber. Hatten wir das schon? Ja, es war dieses Totem-Teil, oder? Ne, es ist ein Stiefel. Eine Neuigkeit, ich habe einen Stiefel gefunden. Halt! Das ist Matts Schuh. Wie kommt er hierher? Das ist Matts Schuh, nicht nur irgendeiner. Matt hat seinen Schuh verloren. Ah ja, hier hätten wir das Gefahrteil. Oh, da kann ich noch was anquatschen. Das ist ganz genau ein Jahr her. Was soll das bloß? Ja, was soll das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen da hinten trotzdem nicht nach oben. Was mit dem Freitags-Chat verstehe ich nicht. Am Freitags-Chat, wir haben das Gefühl, dass da immer zwei, drei lustige Leute sind. Video Nation gerade. Lustige Leute sind, die lustig sein wollen. Und auch wenn der Rest vom Chat sagt, das ist fucking unlustig, hör auf, nicht aufhören. Und das dann denkt man sich immer so, das ist lustig. Oh, zum Beispiel Leute Dark Souls Jokes machen das dann immer so, das ist lustig. Und der restliche Chat denkt sich immer, ah, wenn es so die Mode dafür geben würde. Wäre ziemlich lustig auf jeden Fall. Wie gesagt, ist aber auch nur eine kleine Minderheit, deswegen. Ey, will nicht so sein. Hallo, kleine Puppe des Bösen. Bevs Kopf. Warte. Bevs Kopf? Warum haben wir Bevs Kopf gefunden? Lass mich das mal. Ich bringe jetzt den von Bev Washington auf den Kopf. Ey. Ben! Oh Gott, Ben, nein! Wir haben Bevs Kopf gefunden, eventuell unter Umständen. Außerdem, vielen Dank an den Knullermüller für die Resubscription. Team M, vielen lieben Dank. Oh, und auch M. Emily von vorhin. Vielen Dank. Denke ich. Okay. Ich vermute mal, wir wollen nicht weiter zum Kopf hinter. Kann ich eigentlich die Mine langsam mal verlassen? Wo sind wir denn jetzt soweit? Warum haben wir überhaupt den Kopf gefunden? Irgendwie habe ich lange aufgehört, irgendwas an dem Spiel zu verstehen. Es ist sehr verwirrend geworden. Alles. Shit, hier waren wir. Hier waren wir ganz am Anfang. Oh, kann ich jetzt eigentlich das hier aktivieren? Können wir das jetzt machen? Komm schon, jetzt mach! Nein! Emily, reiß dich zusammen, es wird ernst. Oh Gott, bitte komm nicht hierher. Yes! Lauf, Emily! Er hat einen Flammenwerfer! Warum hat er einen Flammenwerfer? Oh mein Gott! Zünd es an! Oh Gott, das war ein Fehler, oder? Oh Gott, ich hätte es nicht anzünden sollen. Na, wobei, jetzt kann er nicht durch. Ich glaube, das war richtig. Vielleicht war es falsch. Ich weiß es nicht. Emily! Verstecken umdrehen. Verstecken! Wir können nicht umdrehen, was soll das denn bringen? Oh Gott. Oh Gott, bitte.
Oh nein. Emily, wir schaffen das. Oh nein! Josh! 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 Oh, oh, wirklich gut! Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Gut, 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 gut. Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist das schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, 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 sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt, 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 kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich finde kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer Pavlovschen Panik. Und all das Blut. Ich meine, Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine, der Scheiß war sauteuer. Und alles ohne Probe. Nein, 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 alles ohne Probe. Es gefällt mir. Der ist super. Ich hatte euch am Haken. Jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der Mann ist phantasmagorisch. Er hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich werde populär im Internet. Unerwiderte Liebe. Yes. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot. Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Ja, wieso ist Jessica gestorben? Jungs! Jungs, kommt schon! Wirklich, das ist doch völlig verrückt! Halt's Maul! Warum schlägst du sie? Ha? Warum musstest du sie schlagen? Wovon redest du da? Du hast Ashley geschlagen, du Stück Scheiße! Wow, den gefesselten Mann schlagen! Kommst du jetzt wie groß davor, oder? So wütend! Man schlägt keine Mädchen! Fucking Chris! Das geht gar nicht! Kumpel, Alter, Chris, Bro, ich bin nicht dein Bro! Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro! Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen! Kommt schon! Ich hab gar nichts gemacht! Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch! Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Erstmal, vielen Dank an Unaved für den geilen Film, wa? Das sollte ungefähr richtig ausgesprochen sein. Hey, Mann, danke für deine Mühe, uns zu unterhalten. Mal weiter so. Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank. So, beschimpfen, du hast verdient. Abtun, sei still. Wir beschimpfen ihn natürlich. Bro, du gehst zu weit. Bist du irre? Ganz ernsthaft? Kriegst du nicht in dein Hirn, was du getan hast? Ich bin ein Heiler! Mann! Ich bringe Menschen zusammen! Nicht wie ihr, Arschlöcher. Es reicht! Bro. Ihr seht doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr halt seid die Klappe! Blind. Ihr seid... Alter. Ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Oh je, hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, Stopp! Alter. Michael. Mike, sorry, Mann. Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre... Ich schwöre dir, ich hab keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Wütend, dir ist nicht zu trauen, skeptisch, irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind skeptisch dieses Mal. Shit, Mike, du
Oh. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht, Mann. Oh. Machst du Witze? Es fällt mir einfach nur wirklich schwer, zu glauben, dass er Jazz etwas antun würde. Ich war aber selbst dabei. Ich hab es gesehen. Das ist ihr Blut. Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Verdammt! Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein, so war das alles doch überhaupt nicht geplant. Der Plan war scheiße. Ihr seid ein Haufen Fieslinge. Ey, Bro. Doch nicht jemand so weit. So ihr hängen lassen, Jungs. Ha? Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen. Er hat mich Fiesling genannt. Er hat mich Fiesling genannt. Kann ich ihn umbringen? Du bist Feigling. Halt die Schnauze! Alter, halt doch einfach nur die Schnauze, Mann. Oh ja. Das ist, was ich meine. Ich weiß nicht mal, was du meinst. Weil da nichts ist, was ich bereuen würde. Oh mein Gott. Das ist ein stabiler Hocker, Bro. Okay, fesselt mich nur, okay. Halt still, Mann. Klar. Still. Weil das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann. Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Oh, nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Dreck. Ja, in Gottes Namen, Faselbinder, bitte. Das ist ganz schön krass. Geiselname war früher schon mal so drauf. Mindestens nein, für drei Geiseln so oder ihr Geld zurück. Hey, Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein, tue ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und sie ist bestimmt ziemlich hat weich. Sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Schlag ihn. Verdammtes Schwein! Halt! Stopp, Mann! Yes! Wow. Was soll der Scheiß? Du wolltest schießen. Ich hab nur so getan, Mann. Um ihm Angst zu machen. Damit er mal sieht, wie das ist. Gott verdammt, Mann, ich hab ihn fast kalt gemacht. Ganz ruhig. Alles gut, ihm fehlt nichts. Ich hab das nicht gern getan. Tja, wenigstens ist er jetzt still. Geh zurück zur Lounge. Zu meiner Verteidigung, weil ich wusste, dass er ihm mit dem Balken den Schädel bricht, hätte ich mich vielleicht dagegen entschieden. Ja, tja, Job erledigt. Nimm eine Auszeit. Was soll denn das, Mann? Geh zurück zur Lodge. Los. Alter. Jetzt! Ja, und wir haben gerade 7 Euro von Das Match 90 und so. Gönn dir. Ich gönn mir deinen Stream. Vielen lieben Dank. Rewind, please. Kein Rewind. Das ist alles solide. Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die... Und jetzt tauchen langsam die wahren Mörder auf. Vor einem Jahr? Außerdem, mal, sie kam Problematik. Nicht mehr zum Lachen. Nein, sie sind fort. Jessica ist da wirklich tot. Frage ich an Chatmoggy den Chat. Und was? Ist schon jemand tot? Es sind schon so einige gestorben, leider. Jessica ist tot. Zum Teil, leider. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott, Matt! Ich hoffe, dass Emily überleben wird. Ich habe das Gefühl, sie wurde entdeckt. Also sie ist noch nicht tot, das heißt, ich hoffe einfach, sie wird überleben. Ich meine, was hätte es gebracht, wenn ich in seine Arme gelaufen wäre? Groll. Oh fuck, wir sind direkt bei Emily! Okay, Emily, reiß dich zusammen.
Benutzt die und verschwinde schnell von hier. Sofort. Oh mein Gott, er ist ein guter. Er ist ein guter Bruder. Was? Oh shit. Oh shit. Oh Mann. Okay, Emily, was haben wir geschenkt bekommen? Okay. Kannst du einfach sagen, dass dir die Handtasche nicht gefällt? Ist das David? Ich hoffe. Okay, los geht's. Okay, wir haben ein lustiges Feuerwerk. Dementsprechend kann ab jetzt eigentlich nur noch... Es kann... Wisst ihr was? Es kann gar nichts... es kann jetzt gar nichts mehr schief gehen. Ich meine, wir haben ein lustiges Feuerwerk. Emily, du bist so gut wie gerettet. Das sehe ich doch jetzt schon. Spring. Spring besser nicht. Nicht direkt springen. Ja, ja, genau, so runter. Ja, ja, ja. Okay, besser. Okay, ganz vorsichtig, Emily. Denk dran, falls ein Monster vor dir auftaucht, drück ihm deine Feuerwerke in den Mund und dann sagt er, oh, nö, meine Zunge. Da werde ich morgen aber keinen Kaffee trinken können. Und das ist es, was uns zum Sieg verhilft. Okay, Emily, du hast eine Gabe und die musst du nutzen. Deine Gabe ist es, eine sehr scharfe Zunge zu haben. Wie geschaffen für asiatisches Essen. Okay, das war auf jeden Fall irgendwas. Oh, von Gregorius, Link and Resubscription. Hey, 700, hä? Nice Scheiß, würde ich mal meinen. Das ist ziemlich nice, würde ich fast meinen. Vielen lieben Dank. Okay, ganz langsam. Kein Monster ist hier unterwegs. Niemand wird uns was antun. Das ist unsere große Stärke, Emily. Uns wird nichts passieren. Also wenn wir beide zusammen sind, kann uns niemand was anhaben, okay? Okay. Was in den Spalten? Okay. Das war nicht ganz mein Plan, aber okay. Shit! Oh! Quicktime Events! Ganz vorsichtig. Dreieck. Dreieck. Oh mein Gott, was ist das für ein kleiner Mann? Der sieht aber lustig aus. Oh Gott, links, rechts. Links! Yes! Links ist der Fahrstuhl! Oh. Funktioniere! Leg den scheiß Hebel um! Yes! Egal, ich bleib trotzdem mal ganz ruhig. Noch haben wir es nicht ganz geschafft, aber ich glaube, wir sind auf der guten Spur. Reiß dich zusammen, Em. Shit. Okay. Lauf. Okay. Das war ein ganz kleines Spiel, aber es war trotzdem alles. Oh, das waren die Monster die ganze Zeit über. Mit der Sicht. Und für alle Fässer, und wie du siehst, die Framerate stört das noch ein bisschen mehr. Wir haben 10 FPS erreicht. Das macht die Sache noch cineastischer, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, es kam schon. Oh Gott, okay, Abspringen ist besser wahrscheinlich. Geh weiter, Emily. Nein. Ich will nicht, dass Emily was passiert. Oh bitte. Kommt 2 Euro, wenn du überlebst, Emily. Nein. Viereck! Kreis! Dreieck! Oh Gott, nein, wir haben es noch nicht überstanden. Oh Gott, nein, nein. Sie lebt noch, sie lebt noch.
Hab ich's geschafft? Lebt sie noch? Gut gemacht. Yes! Wo sind meine 2 Euro? Ding, 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 ding. Ich meine, wir haben es sicher nach draußen geschafft. Wieso willst du, dass Emily überlebt? Oh, wir sind hier Team Emily in diesem Stream. Lass mich rein! Lass mich rein! Lass sie rein, schnell! Mach die Tür zu! Oh mein Gott, mach die Tür zu! Geht es dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast wie am Spieß gebrüllt. Du siehst echt fertig aus. Wo ist Matt? Los, setz dich. Da draußen ist was. Habt ihr euch getrennt? Ein Monster! Verwirrt, warte, ein Monster besorgt. Erstmal ist es sehr wichtig, dass wir uns darum kümmern, ob es Emily gut geht. Das ist das Wichtigste für uns. Mir tut nichts weh, ich muss mich nur beruhigen. Das Ding war so verdammt schnell. Was? Ich musste ganz schnell weg. Wovon? Da war dieses Ding, was immer es war. Beruhig dich, Josh hat uns verarscht. Ihr hört mir gar nicht zu. Hier, dein Verschwort, der 2 Euro. Wieso hast du es geschafft, blöder Blödmann-Boggy? Emily ist mir einfach wirklich wichtig, okay? Was ist passiert? Besorgt, wo ist Matt? Wir müssen besorgt bleiben. Warte, wo ist Matt? Ist er okay? Oh Gott, Matt. Emily, was ist mit Matt? Er ist tot, abgestürzt. Nein. Er fiel so tief. Oh, so eine Scheiße. Ich bin zum Turm und konnte diese Rettungsstation anfunken und da fiel er um, der... ganze Turm, direkt in die Minen. Welche Minen? Hier sind überall Minenstollen, unter dem ganzen Berg. Und als der Turm umfiel, bin ich da reingestürzt. Ich komme nicht mit, der Turm ist umgefallen. Was? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag oh da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist das dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike. Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Da ist was. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Okay, lass mich hier noch kurz durchgehen. Wir hatten noch geile 2 Euro von Sivika. Einser Quicktime-Skills, Morgi, Team M. Yeah! Vielen lieben Dank. Und 200 Bits von der Sophie. Quicktime-Gott. Auch da kann ich nur zustimmen. Vielen lieben Dank. Okay. Fordern, gib mir die Pistole. Vorschlagen, ich sichere die Tür. Ich glaube, wenn er die Pistole jetzt fordern würde, das könnte dafür sorgen, dass sie untereinander anfangen zu streiten. Und da kann ich nicht Nein sagen. Gib mir die Pistole. Du überwältigst doch jeden nur mit deinem Aussehen und Muskeln und so. Also, ich brauche die Pistole. Sorry, Kumpel. Keine Knarre für dich. Nicht nach deiner Aktion im Schuppen. Komm schon, Mann. Ich wollte dich beschützen. Tja, ich habe alles im Griff. Also keine Panik. Okay. Ich mach die Tür auf. Bereit? Na, ich muss die Tür aufmachen. Shit! Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Das ist der Flammenwerfer, Mann. Halt. Oh, shit. Schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, die los. Synchro wird mir immer besser, je weiter das Spiel geht. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons.
eins. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sag euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich glaube ihm. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Sch, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Ich hab mit nicht gegessen. Euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein. Asche zu Nein, Asche. Unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich lass nicht zu, dass ihm noch was passiert. Wie noch was? Was meinst du? Chris, nicht. Ich wollte... Wir dachten, er hätte Jess getötet und er hat mich aufgezogen. Ich habe ihm eine verpasst. Chris! Vielleicht hat er es verdient. Ich hol ihn jetzt, er geht sonst drauf. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ja, ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Sag ja. Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir. Und tust genau das, was ich sage. Er ist mein Held. Ich nenne ihn einfach David ab jetzt, okay? Das Storytelling alles... Dieses Ende richtest du auf das, und alles Ding, was in Ordnung soll. Hat. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was, David. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Sie werden beide sterben. Aber er hat einen Flammenwerfer dabei. Also, wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Ich mag Feuer. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... Leder. So wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Jetzt. Ja, also wenn wir nicht zu töten, müssen wir ihn zuerst ein bisschen abfackeln. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Wieso? Hab ich nicht gefragt. Das ist eine gute Antwort. Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können Sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, Sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Oh. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, dich zu probieren. Es sei denn, verdammt, was soll das?
Er ist weg. Wir sind zu spät. Psst, still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper, Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst, einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Wir haben gerade 20 Bits. David soll, glaube ich, Jack heißen. Hey, der Name ist noch nicht genannt worden. Das ist Spoiler. Sehr tief, smoother Name. Danke für den geilen Stream, Spooky. Ich danke dir. Ich nenne ihn trotzdem David. Ganz. Fuck! Ich hab mich nicht bewegt! Oh Gott, nein. Lauf! Los, los, los! Großer Gott, was ist das? Zurück! Zurück! Gott verdammt! Wir sind zu leichte Ziele. Wir müssen weg hier! Yeah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Verarschen. Wollte mich gerade verarschen. Oh Scheiße! Bitte Flammenwerfer, bitte! Oh, fuck. Er hat ihn den Kopf abgesehen. Ich hab ihn. Oh mein Gott, ich hab ihn. Nein, bleib tot. Vielleicht bringt er mir Benz. Das ist bereit sein dafür. Ja, fick dich. Ja, fick dich. Hör auf das zu sagen. Okay, das Problem ist, ich glaube, David wird uns nicht mehr allzu viele Tipps geben. Okay, sehr schön. Wir schießen wieder. Oh Gott, nein! Was wollt ihr mich verarschen? Was? Was? Ash! Komm schon, wir müssen runter in den Keller! Jetzt! Tut das so. Als ob jetzt zwei Leute gestorben sind gerade! Oh mein Gott! Zwei! In einem Encounter! Tatsächlich wollte ich, dass er überlebt. Er hatte lustige Jokes auf Lager. Er hat mich an Freitagschat erinnert. Wobei es auch nur eine Phase war vorhin. Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht nicht gut aus da oben. Was meinst du? Chris wird nicht kommen. Oh nein, das kann ich nicht glauben. Ash, es tut mir so leid. Okay. Setz dich doch am besten hin. Ich bin okay, Sam. Was ist mit diesem alten Kerl? Keine Spur von ihm. Ich glaube, den hat's auch erwischt. Oh Gott. Okay. Sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was? Scheiß drauf.
Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist es? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Ah ja, die Bibel. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Hä? Was ist das? Ash. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist oh mein gar Gott. Nichts. Nein. Es hat mich gebissen. Nein, nein. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Nein. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh, ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Oh Gott, es ist schlimm, oder? Wenn der dich gebissen hat. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Das ist doch lächerlich. Er sagt ja, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon, und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Ihr könnt Emily nicht einfach wegschicken! Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily, du kannst nicht bleiben! Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Was soll das? Leute, was macht ihr? Ihr könnt so nicht mit Emily reden. Ich verarschen, Mike. Du musst allen Dingen gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da in Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Fick dich, Ashley! Wow, okay. Wow, Mike, ganz ruhig. Ich hasse euch alle, ich hoffe, ihr sterbt alle. Mike, mich? Das ist der Schutzraum, M. Bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Nein. Nicht für uns. Ich tu das nicht! Es tut mir so leid. Nein. Nein. Fuck, ich kann das nicht. Nein, ich weigere mich. Du tust das richtig. Das ist ein Team Emily-Stream. Vielleicht. Dabei bleibe ich. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Lass nichts einreden, Team Emily. Gemeinsam sind wir stark. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Okay. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Das ist nicht gut gelaufen. Der Kerl ist ja richtig besessen. Ich wollte das lesen, aber okay. Oh, kann ich, okay. Das ist bisher, wenn wir kurz reflektieren, was passiert ist, es ist nicht gut gelaufen. Es ist absolut, absolut nicht gelaufen. Ich glaube, morgen ist der erste mir Bekannte, der für Emily ist. Hey, hey, hey. Wir sind Team Emily, weil sonst niemand Team Emily wäre. Team Emily ist der beste Charakter des Spiels. Und das wird sich auch zeigen, wenn wir ihr einfach nur die Chance geben, sich zu beweisen. Und dafür sind wir hier. Nur wenige Menschen haben es gewagt, Wendigos zu jagen. Ich bin der Einzige, dem es gelungen ist, sie im Zaum zu halten. Er wäre bestimmt hilfreicher Jagd auf Wendigos gewesen, wenn er nicht tot wäre.
Halt dich an diese Worte, du wirst mit dem Tod bestraft. Und es wird nicht der letzte Tod sein. Der Wendigo muss unter Kontrolle gebracht werden. Der Wendigo entsteht durch Kannibalismus! Wenn ein Mensch verzweifelt Nahrung braucht, gefangen auf dem Berg in einem heftigen Winterstürmen, wenn er mehrere Tage nichts gegessen hat, dann beginnt der Wendigo-Geist, Besitz von ihm zu ergreifen. Wie bei dem einen Flugzeugabsturz? Sogar der stärkste Mensch ist nicht davor gefeilt. Er wird erbarmungslos morden, oft sogar seine Gefährten, die mit ihm gereist sind. Er wird das Fleisch roh von den Leichen abnagen. Ich wurde vor vielen Jahren selbst Zeuge davon. Von einer Gier nach Fleisch, die durch nichts gesättigt werden kann. Und dann beginnt die Verwandlung. Zuerst verändern sich die Augen und werden milchig und weiß. Oh mein Gott, Leute, die Augen von unserem David waren milchig und weiß. Dann verlängern sich die Zähne wie Reißzähne. Ich glaube, er hatte ja überdurchschnittlich lange Zähne. Ich weiß gar nicht. Kreatur wächst und die Haut spannt sich über die Knochen. Er hatte milchige Augen. Vielleicht war es sogar besser, dass er gestorben ist. In diesem Berg lebte einst ein Stamm. Die Krähe. Ihre Schamanen erzählen Geschichten von einer großen Kreatur. Das ist eine lange Geschichte. Ist okay, ich will es nicht vorlesen. Lass dir Zeit, Ashley. Kreatur geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. David hatte ein Glasauge, glaube ich. Sein Auge war doch zerfetzt. Er war nur auf einem Auge blind. Ach, bitte. Ihr sucht nur Ausreden, weil euer David vielleicht doch nicht so perfekt ist, wie ihr es zuerst gedacht hättet. Oh, und wie ich gerade sehe, wir hatten vorhin, was ich gar nicht erwähnt hatte, den Geist dazwischen von der One-Ived. Wie auch immer, wie vielen Dank für die Subscription vorhin. Und von der Wrecker und der Resubscription auch an dich, wie vielen Dank. Okay. Eine große Kreatur, geboren im Eis. Der Stamm respektierte den Berg und alle darauf lebenden Tiere. Der Berg wurde den Kree heilig. Damit wurde auch jedes Tier heilig. Die Kree glauben, es würde Unglück bringen, einem Tier auf dem Berg etwas zu tun und suchten sich ihre Jagdgründe woanders. Oh, shit. Oh, kennt ihr das, wenn ihr etwas erfahrt und euch auf einmal auffällt, ihr habt Scheiße gebaut? Wenn euch dann auf einmal auffällt, ihr habt eventuell Scheiße gebaut. Eventuell euch ein paar Tiere verletzt. Ach, 1893 kamen die Bergleute. Sie fanden Zinn und später auch Spuren von Radium. Sie gruben tief in den heiligen Berg. Die Kree sagen, dass der Berg aufschrie und der Geist so freigesetzt wurde. Nicht der Geist des Berges. Die Augen des Wendigos verändern sich. Sie werden sowohl schärfer als auch dunkler. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger wie ein Falke. Die Wendigos sind mutiert aus Menschen. Bei der Jagd auf uns können sie ihre Beute perfekt nachahmen. Ich wollte das gerade vorlesen. Ah, danke, dass du es vorweggenommen hast. Der Wendigo sieht Bewegung. Er ist ein Jäger wie ein Falke. Doch etwas Bewegungsloses kann er nicht sehen. Wenn man vollkommen starr verharrt, kann der Wendigo einen nicht erkennen. Haut und Fleisch des Wendigos sind hart wie ein Panzer. Er scheint keinen Schmerz zu spüren. Schnitte oder Stiche sind wirkungslos. Kugeln können seine Haut nicht durchbohren. Aber ein Gewehr kann ihn auf Abstand halten. Das haben wir schon gesehen. Da der Wendigo eine Mutation der Menschen ist, weiß er, wie er uns jagen kann. Er kann seine Beute perfekt nachahmen. Bleib immer auf der Hut und diszipliniert. Ich habe 6 Wendigos erledigt. Messer und Kugeln können dir nichts anhaben, das hast du schon erwähnt. Nimm einen Flammenwerfer, das ist die beste Waffe. Feuer umhüllt ihn, verbrennt die Haut und macht ihn schwach. Er versucht nicht, ihn zu töten. Ein Wendigo umzubringen, sollte der letzte Ausweg sein. Durch den Tod entweicht der Wendigo-Geist in die Luft. Oh nein, der Wendigo-Geist in der Luft. Ich habe sie eingesperrt. Ich habe sie mit Fallen gefangen und mit Feuer in Käfig getrieben. Als Köder für die Falle habe ich menschliche Glieder benutzt. Von jenen, die keine Verwendung mehr dafür hatten. Ein nach dem anderen fing ich die Plage ein, die den Berg befallen hatte. Okay, und was macht der Wendigo-Geist? Ja, wir werden jetzt sehen, wir jetzt von der Sophie. Team Emily for Life. Yeah. Oh, es geht noch weiter. Möglicherweise kann man sich davor schützen. Schamanen erzählen von Ritualen. Oh, nein. Was ist denn? Was steht da? Verheimlichen, da steht aber Kram. Beruhigen, das wird schon. Wir beruhigen sie. Wir werden M nicht belügen.
Hier steht, dass der Biss... Wenn du dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Und das sollten wir verheimlichen. Das I'm sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Hier steht was? Yes! Es wird nichts passieren. Nee, Emily! Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr er das hat nicht? Nicht geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair, sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren wird. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung bitte, dafür. Emily, bitte versuch Emily das hat zu recht. Verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Yes! Emily! Tut mir leid. Tut mir so, 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 so leid. Scheiße. Shit, shit, shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Dafür haben wir Emily gerettet. Deswegen sind wir Team Emily, okay? Deswegen sind wir Team Emily Stream. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Kein Taschentuch für dich. Das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Warum hast du sie verletzt? Ashley hat dir nichts getan und doch hast du sie so sehr verabscheut. Ehe mit mir. Außerdem werden ja von Winnie Emilys Scheiße genommen. Jennifer, schalte ich doch mal endlich für die richtige Waifu in dem Spiel. Ich habe mich entschieden. In Witcher war es Jennifer. Und in Witcher war es Jennifer. In Life is Strange war es David. Und hier ist es Emily. Ich habe meine Priorität gesetzt. Wenn ich sie listen müsste, würde ich nach wie vor sagen, dass David auf Platz 1 stehen würde. Emily nähert sich ja gerade Platz 2. Sie hat gute Seiten, aber komm nicht an David ran. Oh, ganz offensichtlich. Ich habe keinen verletzt. Sie haben mich verletzt. Sie haben mich verletzt. Oh. Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Es war nur ein Spiel, es tut mir so leid. Es war nur ein Spiel, glaube ich. Wo auch immer er sich rechtfertigen muss. Nur ein Spiel? Aber ein Spiel, das dich zu einer deiner eigenen größten Ängste geführt hat, Joshua. Isolation. War ein bisschen frostig bei ihm. Ich spiele gerade Life is Strange. Ich wollte mich mit David anfreunden. Aber er hat gesagt, ich wäre ein Drogenjunkie. David ist der beste Charakter. Freunde dich mit ihm an. Lass dir seine Liebe nicht entgehen. Das ist mein persönlicher Tipp. Es tut mir so leid. Okay. Setz dich doch am besten hin. Ich bin okay, Sam. Okay. Was ist mit diesem alten Kerl? Keine Spur von ihm. Halt. Nicht liegen. Oh Gott, was ist das? Yeah! Oh Gott, das war fürchterlich. Das war halt wirklich kein gutes Kapitel soweit für uns. Es gibt keinen Schlüssel für den Seilbahn. Das ist nicht gut gelaufen. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn. Aber immerhin hat Emily überlebt. Ich hätte sie fast erschossen. Das ist die Sache. Man darf sich nicht immer von den Quicktime-Events vom Moment mitreißen lassen. Das ist wichtig. Bitte! Fuck, ich kann das nicht. Und der Research von der Seek of Light.
Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Soll ich das Spiel neu starten, als wir David machen? Auch wenn ich jeden, auch wenn ich für jeden anderen Arsch bin. Nee, nein. Man kann nicht so viel machen für David. Er sollte hauptsächlich in deinem Herzen immer ganz oben stehen. Das ist das Wichtigste. Karma. 2 Stunden bis zum Morgen. Das Karma-Chamäleon. Wir sind wieder hier. Im Sanatorium. Sehr schön. Du hättest sie erschießen sollen. Nein, hätte ich nicht. Ich meine, habt ihr die Handarbeit von Emily gesehen? Das war fantastisch. Sehr Talent. Das war fast so gute Handarbeit wie damals bei David und Chloe. Oh. Es ist, sie haben ein gewisses Talent. Ich merke das schon bei den Charakteren, die ich aus diesem Spiel am meisten mag. Sie haben eine flinke Hand, ist mir aufgefallen. Morgen spricht mein Gedanke aus. Kammer, Chamäleon. Das freut mich. Können wir Until Dawn eventuell heute doch noch durchspielen? Ich weiß nicht. Der Tag geht noch 2 Stunden. Die Frage ist halt, ob das Spiel dann zu Ende ist oder nicht. Wir werden sehen. 2 Stunden machen wir auf jeden Fall mindestens noch. Okay, wir sollten uns vom Feuerzeug fernhalten. Vielleicht je nachdem, welche Entscheidung man trifft, kann man dafür sorgen, dass Dr. Hill mit jeder Sitzung immer mehr zu einer Art Zombie wird, zumindest vom Aussehen her. Ah. Frag mich, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Das sind die Wundermänner. Also will ich das kurz lesen. Minenrettungsfoto. Ein gerahmtes Foto der Bergarbeitergruppe, die 1952 nach dem Einsturz gerettet wurde. Oh, die wurden gerettet. Laut der Plakette haben alle 12 Bergarbeiter überlebt. Die Wundermänner, die erfolgreiche Rettung aller 12 eingeschossenen Bergarbeiter beim Unglück. Oh, 50 Jahre 1952, jetzt fällt es mir erst auf. Sie waren in einer Mine, welche relativ gefährlich war. 2 Kapitel sind es noch, glaube ich. Echt? Dann bekommen wir es ja heute locker durch. Genau. Was mir gerade auffällt. Es gab ja die Mine, in der immer wieder mal Leute verschüttet wurden und sowas. Und ich vermute, die Arbeitsklasse, ja, ich vermute, dass sie sich da, dass es da dann zu dem Kannibalenvorfall kam, wo sie in der Mine eingesperrt waren, wenn ich drüber nachdenke. Ich dachte eher, es wäre so eine Situation, dass jemand irgendwie im Schneesturm gefangen war oder so. Aber ich wäre es auch sehr viel sinniger, wenn es dazu kam, als sie in der Mine gefangen waren. Je nachdem, ob die Informationen zwischen schon vom Spiel preisgeben wurde oder nicht, aber ich bin abonniert bei Lore-Kanal, will ich einfach nur sagen, okay? Ich arbeite da an was. Warum die Bergarbeiter sich wirklich gegessen? Das ist die Frage. Oh, wir sind wieder hier. Ich muss jemanden besuchen. Ich muss zu jemandem rübergehen. Glaubt ihr, er ist noch da? Okay. Gut. Vielleicht habe ich einfach zu viel von dem Spiel erwartet. Kein Hundi, kein ich. Von Schmusekatz. Team Dr. Hill. Als ob jemand Team Dr. Hill ist, ich bitte dich. Wie gesagt, wir sind Team Emily Stream. Er legt die Zigarre zurück. Können wir hier irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Der Wolf ist leider weg. Hey, hier können wir rein. Okay. Ich persönlich würde die Runde auf dem Rollstuhl drehen. Schon wieder so ein Teil. Vorteilhaft. ich habe gerade gesehen, keine Framedrops, das Spiel nur 10 FPS. Das Spiel läuft teilweise aus irgendwelchen Gründen mit nur 10 FPS. Das liegt an dem Spiel tatsächlich. Und ja, es ist sehr irritierend stellenweise. Großer Gott.
Aber bei mir beschweren sich alle, dass ich die ganze Zeit großer Gott sage. Wenn es dir im Spiel sagt, ist okay. Fundort, Sanatorium. Alle Kreuze tragen das gleiche Datum. 24. Februar 1952. Oh mein Gott. Leute. Wisst ihr, welcher Tag morgen ist? Morgen ist der 24. Februar. Wodurch sind so viele Menschen am selben Tag gestorben? Morgen ist dieses Ereignis genau 66 Jahre her. Am morgigen Tag. Ich glaube, wir sind da was auf einer Spur. Weil die sagen, wir haben 1952. Nein, ich hab schon so weit gedacht. Ich habe den Überblick. Ich habe nicht am 24. Geburtstag, dass Jesus der 24. Geburtstag hat. Weil sich darüber natürlich aus einer geschichtlichen Sicht streiten lässt, aber ihr wisst, was ich meine. Wo können wir hier noch entlang laufen? Die Treppe ist auf jeden Fall neu. Vermutlich will ich da mal nach oben. Kann ich da drüben vielleicht noch eine Waffe mitnehmen? Da lässt mich hier noch schauen, ob hier vielleicht noch irgendeine Waffe liegt. Als ich hier schon mal war in der Gegend, konnte ich hier eine Waffe mitnehmen. Und ich glaube, das wäre nicht die verkehrteste Sache. Ja, hier ist nur die gleiche Scheiße wieder. Ja, das hatten wir schon. Okay, keine Waffe hier. Gehen wir einfach die Treppe nach oben. Leute, versteht nicht, dass 66 Jahre her. 66, das ist die Zahl des Teufels. Ja. Okay, was haben wir hier oben? Ich hoffe, dass wir den Wolf nochmal irgendwo sehen. Das würde mein Herz erwärmen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, den werden wir nie wieder sehen. Was haben wir hier? Springen! Ist eher ein Fallen lassen als ein Springen. Oho! Das ist aber eine abgesägte Schrotflinte. Was? Nein, warum? Ich will die Fackel doch nicht. Weh, du nimmst die Shotgun nicht mit. Nimm die Shotgun mit. Okay, die Shotgun. Da müsste eine sein. Es dürfte keine Pumpgun sein. Muss reichen. Muss reichen, würdest du dich verarschen. Das ist eine ziemlich... Wenn man damit nicht gerade in die Luft auf irgendwelche Vögel schießt, ist das eine ziemlich gewaltige Waffe. 60 Jahre, da fängt das Leben an. Genau. Das muss schon reichen. Halt doch die Schnauze. Okay, dass wir einen Raketenwerfer finden und ich denke, das muss, denke ich, jetzt erstmal reichen. Bin ich da überhaupt drunter? Ich glaube, von hier kam ich. Die abgesägte Shotgun mit zwei Läufen hat unendlich Schuss. Ich weiß nicht. Es hat auf jeden Fall eine Jackentasche für Munition. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe das Gefühl, ich will hier gar nicht irgendwo. Ich will hier gar nicht wieder zurück, oder? Ja, ich bin mir fast sicher, dass ich hier nicht zurück will. Bin ich schon so weit gegangen? Wenn ich jetzt wieder umkehre, ist der Rückweg noch weiter, als wenn ich einfach hier jetzt weitergehe. Shit. Ich will nicht zurück. Okay, wir gehen nochmal zurück. Der Weg ist jetzt wirklich weit. Und wenn wir beim Thema sind, wenn wir schon von der 66 reden, haben wir eine Subscription von Exorcist 94. Vielen lieben Dank. Ich glaube, du solltest dir das Ganze mal genauer anschauen. Wir haben da, ich bin da eventuell was auf der Spur.
Man sagt sich, dass die Rente mit 66 beginnt. Schwachsinn. Und ich will euch nicht den Mut nehmen oder so, aber bis wir soweit sind, das wird auch keine 67 mehr sein. Wahrscheinlich die magische 69 oder sowas, bis wir dann mal in Rente gehen werden. Und immer schön versuchen, privat ein bisschen was anzulegen. Vertraut dem ganzen System nicht. Das schreit danach, dass es in den nächsten Jahrzehnten nicht gut gelaufen wird damit. Also, ja, legt was zur Seite, Kinder. Legt was zur Seite. Kann nicht schaden. Danke. Wollte ich nur mal anmerken. Aber morgen hast du was zur Seite gelegt. Halt die Schnauze. Darum geht's dir jetzt gerade nicht. Spielst du das Blind? Ja. Können wir die Zigarre anzünden vielleicht? Wirklich? Ich kann die Zigarre nicht an der... Was will er denn mit der Zigarre die ganze Zeit? Also ob Streamer irgendwann Rente hätten. Das ist ein guter Punkt. Naja, tatsächlich muss man sich halt selbst darum kümmern dann in dem Fall. Wie um alle Dinge mit in Sachen Versicherung. Ich glaube, ich muss hier raus. Kann ich den Grabstein vielleicht kann ich die Gräber vielleicht anzünden oder so? Leute, ihr dürft mir gerne einen kleinen Schubs in die kleinen Wink in die richtige Richtung geben. Aber was übersehe ich denn gerade? Wo will ich denn jetzt mit meiner neu gewonnenen Fackel hin? Ne, das Teil kennen wir schon. Da du in letzter Zeit viel Spiel mit diesem Butterfly-Effekt spielst, kannst du ja hier nach Heavy Rain spielen, werter Herr Schmuckli. Heavy Rain will ich nämlich tatsächlich im Stream spielen, habe ich mir auch schon geholt. Nicht direkt danach, weil ich wollte ja auch Until Dawn nicht so früh spielen, aber ich habe so eine kleine Umfrage gemacht. Leute haben entschieden, dass sie das gerne als nächstes direkt sehen würden. Und deswegen haben wir es. Oh, das kann ich jetzt aufschießen. Okay, ich glaube, ich habe es gefunden. Aber danke an alle, die mir geholfen haben. Zünd die Zigarre an. Halt die Schnauze. Oh mein Gott, wir sehen ihn wieder. Oh mein Gott. Ich hatte keine Ahnung. Okay, wisst ihr was? Heute ist ein guter Tag. Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ich würde ihn halt nicht direkt so um den Mund herumstreichen, so in der Halsregion. Okay. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Könnt's nicht besser sagen. So ist's brav. Das ist wie Fallout. Oh, folge mir. Dog Meat. Wurde der im Deutschen eigentlich übersetzt so Hundefleisch? Folge mir, Hundefleisch. Der sieht aggressiv aus. Der sieht aggressiv aus, weil es ein Wolf ist. Ich würde ihm auch kein bisschen trauen, weil... Es wäre suspekt. Aber das sollte hinhauen. Mach das nicht. Okidoki, Mann. Ganz ruhig. Okidoki, Wolferoki. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Das wäre ein Traum von uns allen. Und der Zerfallgesetz 1995. Fantastischer Name. Hast du das Drive? Vielen lieben Dank. Ja, und von, wenn wir auch dabei sind, von One-Eyed. Ich sage One-Eyed, das gefällt mir am besten. Aber ich spiele jetzt blind. Schnell muss da links was übersehen und. Genau das. Der Backseat Gamer, Klassiker. Vielen lieben Dank. Wobei man in dem Spiel nicht so viel Backseat Gaming technisch betreiben kann, glücklicherweise. Super.
Quetsch dich durch, Alter. Mach das Tor. Ich werde alles in meiner Macht stehen, den Tunnel gesehen? Wolf überleben zu lassen, falls du dich wundert. Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi? Wolfi! Wir nennen ihn Wolfgang! Wolfgang, wir gehen jetzt los! Wir nennen den Wolf jetzt Wolfgang, das jetzt gerne. Außerdem, verdammte Scheiße, was ist gerade los? Wir haben von Hersey, Get Subscription, vielen, vielen Dank. Und von Feature Genius, ein Fünfer. Ich wünsche, meine Dates wären wie Moggy Streams. Dann würde ich immer genau das bekommen, was ich will für mein Geld. Das hast du wunderschön gesagt. Es erwärmt mein Herz. Vor allem für mein Geld. Ich weiß nicht ganz, wo du deine Dates hernimmst, aber... Ja. Klingt nicht verkehrt, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Okay, Wolf, was machen wir? Oh Gott. So eine Scheiße. Ich wollte nicht, dass du es siehst, Wolfgang. Ach du Scheiße. Warum bin ich da nur wieder reingeraten? Verstehst deine Augen, Wolfgang? Das sind ja die reinsten Panzertüren. Glaubt ihr, hier waren Wendigo? Okay, wir bleiben bei Wolfgang. Fuck, Mann. Das ist wirklich ekelhaft. Na, denn das ist das Problem daran, dass es ekelhaft ist. Nicht, dass es grausam ist oder dergleichen. Blut am Boden. Wolfgang, wo bist du? Oh, ich hasse es, wenn die Wölfe immer einfach vorrennen, ohne Rücksicht auf Verluste. Er knurrt ein bisschen. Der B-Flügel. Keine Angst, ich lasse Wolfgang nicht sterben. Ich lasse nicht zu, dass ihm was passiert. Oh Gott, warum habe ich das gesagt? Okay, Wolfgang, geht's noch gut. Und von daher, dann geil, Euro. Backseat Gaming, geht immer, du Anfänger. GX Mori, ja, war das noch. Und nochmal ein Euro von Feature Genius. Willst du gar nicht wissen, woher, deshalb mehr Geld für Mogi. Zu so der Date-Geschichte, falls ihr euch wundert. Das war das noch. Okay, ey, ich hinterfrage nichts. Vielen lieben Dank. Oh Gott. Ich schieße da jetzt nicht drauf. Warum soll ich da jetzt drauf schießen? Eine scheiß Ratte? Oh fuck! Wolfgang, lauf! Hä? Wie ist das Scheißvieh? Wolfgang! Und wir haben gesehen, dass dieses Fuckvieh auch Tiere angreift. Geradeaus. Schließ doch die Tür! Warum wartest du auf meine Commands dafür? Wolfgang? Was? Oh fuck, 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 fuck! Wo ist Wolfgang? Oh nein, nein. Fuck, das kann echt nicht sein. Ich würde ja nicht wieder zurückgehen, aber wo ist Wolfgang? West. Oh fuck, 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 fuck! Warum bist du da wieder rausgegangen?
Was war der Gedankengang? Warum hat die Waffe gerade so vibriert? Weg. Hab ich gesehen, wie die Waffe gewackelt hat? Hab ich dich erwischt? Runter mit dir. Gott verdammt! Als ob er dafür meine Zielhilfe gebraucht hätte. Schließ bitte das Teil. Wolfgang! Er hat auf mich gewartet! Was war das denn? Oh Gott, ich glaube, ich muss... Ich kann nicht komplett perfekt stillhalten. Du Scheiße. Hör auf zu reden. Los, Wolfgang, wir gehen jetzt. Wie redest du mit Wolfgang? Wo steckst du? Was? Hä? Was? Ich habe gerade Angst, meinen Controller zu bewegen, weil ich bestimmt wieder so eine Stelle komme, bei der ich mich nicht bewegen darf. Ich glaube, er hat mich gesehen. Nein, er muss die nachladen, falls ihr euch wundert. Das ist ein verdammter Albtraum. Oh Gott! Scheiße. Wie viele sind das? Einer nach dem anderen! An mir ist genug für alle dran! Nicht stolpern. Warum haben wir ihn überhaupt? Warum haben wir ihn überhaupt erschossen beim Käfig? Okay. Oh, die sind angekettet. Ich habe einen verrückten Vorschlag für dich. Wie wär's, wenn du dich mal nicht den Kindern näherst? Ach ja? Fuck ja, geschafft. Fuck ja. Yeah. Oh shit. Oh shit. Will nicht, dass Wolfgang was passiert. Nicht gut. Oh, ist schnell. Kreis! Zwei, komm schon. Jetzt, mach doch! Oh, wir werden ihre Haut abschälen mit einer Explosion. Das war der wendige Geist. Wo ist Wolfgang? Wo ist Wolfgang? Du hast Wolfgang nicht mit rübergenommen. Hast du mich gerade verarschen oder so? Wo ist Wolfgang?
Eventuell haben wir den besten Freund des Menschen verloren. Heute ist wahrlich ein schwarzer Tag für uns alle. Ich hoffe, dass wir ihn vielleicht doch irgendwo sehen können, aber... Ich weiß nicht, wie er durch die Tür hätte kommen sollen. Ihr wärt dann doch auch schon insgesamt bei uns jetzt, oder? Ich bin absolut nicht begeistert. Oh Gott, ich höre... Oh nein. Ich höre noch mehr... Ist er wirklich einfach gestorben und du hast nicht mal ein Wort an ihn verschwendet, ihn einfach als Kollateralschaden abgetan, so um... Da wäre ich so, okay, Verluste gehören wohl dazu. Hättest du wenigstens nicht mal umschauen können oder so. Barrikadieren bringt doch nichts. Hey, Kumpel! Wolfgang! Oh mein Gott! Nein! Komm bitte runter, Wolfgang! Nein! Was zum Teufel? Nein! Die Wendigos werden bezahlen. Sie werden bezahlen für das, was sie gerade getan haben. Sie werden bezahlen für das, was sie Wolfgang angetan haben. So fick, ich sehe nichts. Okay, da haben wir auf jeden Fall einen erwischt. Wieso hast du den Schrank nicht bewegt? Welchen Schrank bewegt? Ich meine, abgesehen von der Wolfgang-Sache, ist das doch soweit akzeptabel gelaufen, oder? Jamie, ich falsche Wolfgang-Sache ist fürchterlich, aber ansonsten... Ah ja, shit! Jessica lebt! Oh, und wir sind Ashley. Kann ich Emily vielleicht anquatschen? Wir alle vermissen Wolfgang. Wenn du verbarrikadiert hättest, hätte Wolfgang überlebt. Konnte ich nicht wissen. Außerdem, von Valdivarus, geile 10 Bits. Fully hat er den Spaß als Lesen mit Monster Hunter. Das freut mich für ihn, denke ich. Danke fürs Update. Er hat mich schon gewundert. Okay, mal sehen, was wir hier noch, wo uns das alles hinführt. Aber ja, ansonsten, wir haben Wolfgangs Blutlicht an kleinen Händen. Nein, ich lasse mir nicht Wolfgangs Blut an meine Hände hier jetzt kleben. Ich habe ihn gerecht. Ich habe die Wendigos bekämpft und ich habe sie alle erledigt. Das dürfen wir es vergessen an der Stelle bitte nicht, okay? Hey Emily, ich finde du und Ashley sollten miteinander reden. Das ist eine sehr enge Hose. Shit. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Wir könnten in den Halt! Hey! Kanal. Was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Okay.
ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Emily geht nicht zuerst. Ja, geh du. Geh dich im Dreck suhlen. Hörst du hin, kleines Schweinchen? Gar nicht schlecht. Ja, meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Und Ashley geht natürlich zuletzt runter. Bloß kein Risiko eingehen, Ashley. Du anstreng dich nicht. Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Mach mal zu. Stell dich nicht so an, Ashley. Emily ist ja das wahre Opfer von euch allen. Nicht du. Du hast gesehen, wie ein Typ zersägt wurde, nicht mal wirklich zersägt wurde. Das ist ein Team Emily Stream. Und Wolf, und dann alle, die immer noch traurig deswegen sind. Ich denke, ich mache mir keine Vorwürfe wegen Wolfgang. Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Stimme untersuchen zur Gruppe. Wir entfernen uns einfach von der Gruppe. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Das ist völlig verrückt. Jessica. Oh! Jessica, bist du das? Es war bestimmt eine gute Idee, sich von der Gruppe zu entfernen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemals was Schlechtes bei rauskommen könnte. Auf gar keinen Fall. Oh Gott. Okay, Jessica sollte hier aber irgendwo sein. Ich meine, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir hören sie. Ganz deutlich. Sag was, wenn du Jessica bist. Ist eine Sache, die ein tatsächlicher Mensch gemacht hätte. Er hätte gesagt, hey, wenn du Jessica bist, dann sag doch mal was, bevor ich das Teil hier öffne. Ashley dagegen denkt sich, naja, was auch immer, wird schon stimmen. Was soll schon dabei schief gehen, machen wir einfach auf, ohne zu fragen, wer da ist oder so. Oh, hey. Ja, was für eine Überraschung. Fucking verblödet. Oh nein, nicht Ashley. Sie war doch mein Lieblingscharakter. Den Körper behalten wir erstmal. Mit dem habe ich noch was vor. Macht mir keine Vorwürfe. Das ist eine dunkle Höhle, niemand sieht oder hört hier irgendjemanden. Ich rede davon, sie zu begraben. Das, falls ihr euch wundert. Wow, toll. Oh, shit. Shit, Sackgasse. Nein, 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 ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Klettere weiter. Ist das ein Scherz? Geh zurück zur Lodge. Sollten wir nicht zusammenbleiben? Sam! Tut mir leid. Sorry, ich muss schnell zu Mike.
Mit dir oder ohne dich. Komm einfach zurück, okay? Das ist übrigens echt eine Sache. Das war wirklich die Sache mit Ashley jetzt gerade eben. Das war halt wirklich dumm. Die zwei fragen sich immer, was mit Ashley ist. Stimmt. Aber auch insgesamt, der Tod von Ashley war so fucking dumm. Warum sollte sie, vor allem wenn sie weiß, dass sie Monster sind, warum sollte sie jetzt einfach aufmachen? Wie gesagt, ohne dass sie einfach sagt, hey, wer ist da unten? Ist da jemand, den ich überhaupt befreien will? Und wenn keine Antwort kommt, dann wahrscheinlich, oh, vielleicht sollte ich jetzt nicht öffnen. Ah nein, sie hat es einfach geöffnet, ohne irgendwas zu machen. Das war wirklich dumm. Wir springen natürlich. Wer so ein Sportler-Outfit trägt, der kann auch springen. Ich meine, sie trägt das Outfit dafür. Ihre beschissene Lampe an der Stirn. Oh Gott. Zum Vorsprung. Sie ist die Art von Frau, die man bei Starbucks trifft, nachdem sie gerade... Ups. Nachdem sie gerade joggen war. Mach mich wütend. Ich mag doch gar keinen Kaffee. Diesmal klettern wir. Ich muss da hochkommen. Springen. Oh. Wahrscheinlich sollte ich während den Quicktime-Events nicht in den Chat schauen. Zur Kante springen. Komm schon, du kannst das schaffen. Schaffst du das? Geschafft. Ich habe es voll drauf. Okay, sie hat's voll drauf. Ja, ich weiß nicht ganz, warum wir da jetzt weitergehen sollten. Ich sehe es nicht. Ich würde da nicht weitergehen. Warum gehst du da weiter? Hallo? Da links irgendwas. Oh. Mir gefällt die Situation hier nicht. Und ihre fucking Taschenlampe an der Stirn macht mich auch ein bisschen wütend. Ah, hier ist vor kurzem Wendigo verstorben. Oh, das heißt, wir sollten jetzt unter dem Sanatorium sein. Gute Türöffnet-Skills. Öffnen wir die Tür besser mit der Schaufel. So wie jeder andere auch. Das ist eine Schaufel, ja. Ach, komm schon, du kannst das schaffen. Lebt Emily noch? War weg. Selbstverständlich lebt Emily noch. Das ist ein Team Emily's Stream. Nein, verdammt, bleib da draußen! Oh shit. Muss ja jetzt nicht fallen. Muss ja nicht verwundbar sein jetzt. Oh Gott. Nochmal, komm schon. Yes. Oh. Alles okay? Definiere okay. Lebendig zum Beispiel. Ja, lebendig ist gut. Wir haben den Kopf weggeschaufelt. Ich wollte dich warnen vor den Bendigos. Nicht mehr nötig. Ja. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Was bisher geschah? Du hast den falschen... Was? Was willst du mich hier Achievement shamen, Spiel? Ich will meine Achievements nachschauen. Du hast den falschen reingelassen. Oh ja, das ergibt wahrscheinlich Sinn. Okay, akzeptiere ich. Starten. Wurde ich jetzt aus dem Spiel rausgeworfen, weil ich meine Achievements nachschauen wollte? Muss das Spiel jetzt nochmal... Hä? Nein! Ja, das war lustig.
Ah, das war unvorteilhaft. Ja, das war auch nicht so clever. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen. In die Mine. Ich hatte Ding mal Story gesehen. Next Order will ich auch mal demnächst im Stream spielen. Seit jetzt noch ziemlich viel gespielt. Ja, tatsächlich. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Ach du Scheiße! Hey! So war die Szene, aber so ist die Szene aber nicht abgelaufen. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. So, das ist jetzt das finale Kapitel, was uns bevorsteht, oder? 10 Auflösung. Eine Stunde bis zum Morgen. Ja, wir werden das Spiel heute noch durchspielen, Leute. Verdammte Scheiße. Das ist schon das letzte Kapitel, wie es aussieht. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Sag mal, beachte bitte auf deine Wortwahl. Okay? Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks! So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Das ist doch schön. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Bruder Jakob, die haben die Jabs. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ding, dang, dong. Ding, dang, dong. Oh, lasst mich in Frieden. Nein, ihr seid tot. Tut mir leid. Ihr seid tot. Seid still. Oh nein, ihr seid tot. Sie werden begeistert sein. Sie werden es lieben, wenn es fertig ist. Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Jetzt nicht mehr. Die Zeit für Josh ist noch gelaufen. Okay. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Oh shit, wir sind Yoshi. Hallo. Nein. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Was mir gerade auffällt, wir haben unten in der Mine Beths Kopf gefunden, vorhin mit Emily. Heißt das... Ah, natürlich. Beth und Tanner wurden auch von dem Wendigo getötet. Das ergibt jetzt sogar Sinn. Ich meine, wir haben ihren Kopf da unten zum einen gefunden und zum anderen, wenn ich mich direkt zu Beginn wieder zurückerinnere. Hat man da auch diese Wendigo-Sicht gesehen, also dieses, die rote Sicht mit dem, wo nur das zu sehen ist, was sich gerade bewegt. Dementsprechend vermute ich mal, dass Hannah und Beth von Wendigos erwischt wurden. Das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die schon lange allen klar war. Angela. Oh, hallo. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg von mir! Geht weg! Ich weiß noch nicht ganz, was er das... Was Warum ganz hast Josh du uns sagt. Nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Redet bitte lauter! Ich schwöre. Ich verstehe die ganze Josh-Sache noch nicht. No shit, Sherlock. Dankeschön. Oh Gott. Oh. Nein!
Ich hoffe, ihr seid bereit für ein paar Ferkeleien. Ich nehme keine Befehle mehr an. So eine Sauerei. Das ist das, was du willst. Nein! Nein! Warum tut ihr das? Lasst mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Du bist tot! Wolltest du uns von uns tun? Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Unfassbar, das Ding war mal ein Mensch. Ja, vielleicht ein Bergmann. Oder ein Mitarbeiter aus dem Sanatorium. Da oben ist so viel Scheiße abgelaufen, das wäre echt keine Überraschung. Was denn für Scheiße? Jemand hat die Wendigos eingefangen. Hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt. Habe ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Sauber gemacht. Oh, ich spiele sie, okay. Ich hatte nicht gerade vor, mit der Taschenlampe auf ihr Gesäß zu leuchten oder dergleichen. So sowas würde ich nicht machen. Okay, jetzt, Moment. Warte, was in der Ecke? Schauen wir uns das erst an. Und weil ein paar Leute geschrieben haben, ich esse gerade, als ob ihr euch beim Essen so leicht beeindruckt lasst und euch sagt, oh, jetzt habe ich keinen Hunger mehr, vom kleinen Schweinchen, das aus einer Wand rauskommt. Ey, ich bitte euch. Ich glaube, das Haus wird anfangen zu brennen. Haben sich die Visionen von den Totems bisher eigentlich schon bewahrheitet? Ich habe da gar nicht aufgepasst, aber wahrscheinlich haben sich da ein paar, bewahrheitet davon. Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Okay, das, wenn ihr gerade da runter geht und dann im Chat lest, geht nach links. Weil ich dann denkt, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Achso, hier soll ich nach links gehen, wahrscheinlich. Ihr wisst, wo wir entlang gehen. Das Schwein war nicht das Problem. Das Schwein war ziemlich lustig. Ich wäre jetzt übrigens, falls ich jetzt noch eine Möglichkeit habe, irgendwo nach links zu gehen, werde ich nach rechts gehen. Aus Prinzip. Wolltest du auch gerade was essen bei der Josh-Szene? Oh, da ist er ja. Ich nehme keine Befehle mehr an. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ey, ich glaube, er ist psychisch ein bisschen labil. Vielleicht sollten wir ihn eine Decke bringen. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Das war leicht. Was ist mit ihm, Mike? Er ist high oder sowas. Josh!
Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Können wir Emily holen? Dann kann sie Josh mal, sie kann ihm einen Bitch-Slap geben, dann ist er ja, ist ja wieder bei sich. Ich habe das Gefühl, sie hat ein Talent dafür. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Oh, ich bin Josh. Okay. Nimm mich bitte nicht durchgeknallter Mistkerl. Ich habe wirklich sehr traumatische Erlebnisse gerade hinter mir. Es geht um meine toten Schwestern und sowas. Boah, und so fest. Isolation, aber mach ich nicht drüber lustig, das ist okay. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Nein, nein. Nein, nein, nein. Wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Irgendwas sagt mir, dass Josh ein bisschen immer noch neben sich steht. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt doch mit ihm nicht. Ich weiß. Okay. Gehen wir nochmal den gleichen Weg. Da war aber ein Wendigo im Wasser. Da ist ein Wendigo im Wasser. Vorsicht, nicht die Arme ins Wasser halten. Wir wollen nicht, dass deine Finger nass werden. Ganz vorsichtig. Oh, Alter, seine. Oh Gott, davon. Oh Gott, nein. Als ob ihr das nicht gesehen habt. Oh, fuck! Das war gemein. Nein, du bist nicht real! Bist du nicht! Oh shit, das ist Hannah! Hat Hannah Beth gegessen? Zünde die Fackel einfach an. Ja, hat sie. Was? Ja! Großer Gott. Okay, also waren nicht Hannah und Beth Wendigos, sondern nur eine davon. Beziehungsweise sie wurden nicht davon getötet, sondern nur eine. Ja, natürlich, deswegen haben wir auch Beths Kopf gefunden. Weil sie von Hannah... Aber hat Hannah... Was? Wann hat Hannah von Beth abgebissen? Ich brauche mehr Informationen ins Spiel. Damit hat alles begonnen. Also bei mir sind sie beide einfach runter, runtergefallen auf dem Stein gelandet. Aber okay, sehen wir mal, wo das Ganze noch hinführt. Irgendwas an der Geräuschkulisse hier. Hat sie auch wieder, was ist das mit dem Spiel? Ist jetzt ihr Knie auch wieder kaputt oder warum läuft sie so gelangweilt? Das ist so ein bisschen, genauso wie bei Emily auch, sie hält den Arm so runter, als hätte sie wirklich keine Lust gerade hier zu sein, so. Oh, was auch immer, ich will nicht zur Schule. Oh, ich will nicht. Ich bin so fertig, ich habe keine Lust. So sieht das aus, wenn sie ihren Arm so einfach runterbaumeln lässt. Das sieht sehr dümmlich aus. Seht ihr? Sie hat wirklich keine Lust darauf.
Vermutlich geht's ihr schlecht, ja, aber. Ja. Links war Hannahs Tagebuch. Oh, Moment. Okay. Lass mich zurückgehen, das würde ich doch ganz gerne noch mitnehmen. Ich würde doch gerne das Tagebuch noch mitnehmen. Ich habe das Gefühl, dass. Was ist denn das hier? Hier irgendwo? Hm. Das Gefühl, das würde ein bisschen was erklären. Ist das überhaupt hier? Ich sehe nichts, womit ich interagieren kann. Im Wasser links. Im Wasser links? Welches Wasser? Jetzt ist es zu spät. Okay. Wird es links gehen sollen. Okay. Es ist schon zu spät. Okay. Das ist jetzt unvorteilhaft. Ich habe das Gefühl, mir ist ein gutes Stück von der Story dadurch entgangen. Als du aus Prinzip rechts gegangen warst. Ach so, ja, nee, das habe ich da schon komplett vergessen gehabt wieder. Oder? Habe ich? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mal, wann ihr genau meint. Aber wie auch immer. Ja, wir fliehen. Ich bin der Meinung, das Verstecken nie was bringt gegen Wendigos. Meint, es bringt sogar so einiges. Oh, Moment. Fliehen ist ein großer Fehler. Wenn wir uns nicht bewegen, können sie uns nicht sehen. Oh Gott, nein. Ich hätte mich verstecken sollen, oder? Ja, ich hätte mich besser verstecken sollen. Ich meine, mir ist mein Fehler bewusst geworden. Da warst du leider zu spät. wir klettern einfach regulär. Ganz geschmeidig dieses Mal. Ohne allzu viele Risiken einzugehen, bitte. Spring! Komm schon! Warte. Könnte ich da auch da rechts entlang laufen? Ja, kann ich. Ich gehe hier rechts entlang. Ich vertraue dem anderen Weg nicht. Ja, es war wahrscheinlich absolut kein Unterschied, wo ich entlang laufe, aber trotzdem. Der Weg ist nicht grundlos da. Wir gehen hier entlang. Du hast ein bisschen Schnee an deinem Popo, wie ich sehe. Oh Gott, sieht aus wie die Libelle oder so eine Scheiße. Totem hinter irgendeinem Sitz oder so. Ah. Also versuchst du überhaupt, dass irgendwie überlebt, außer Emily und der laufende Booty? Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, ich will die Leute natürlich überleben lassen, aber ich habe auch keine Ahnung, was ich dafür machen muss. Das ist in der Regel eine 50-50-Chance, die ich immer habe, also bitte. Ich würde nicht sagen, dass ich da, ich meine, manche Situationen, ich fordere das heraus, aber nicht zwangsweise immer. Ja, das Springen ist keine gute Idee. Oder? Oh, ist ja fürchterlich. Geh doch nicht ins Eiswasser! Oh mein Gott, das ist die schlechteste Idee überhaupt. Warum gehst du nicht einfach außen rum? Du wirst jetzt pro Sekunde Leben verlieren im Eiswasser. Zusammen. Aber seht ihr diese Waden? Die sind gut trainiert. Ja, zuvor ist sie durchs Eiswasser gegangen. Das gibt eine Blasenentzündung. Das will ich doch wohl sehr stark meinen. Vorsicht.
herausgefunden habe, habe ich ja den Weg. So aussieht, habe ich den Weg gewählt durchs Wasser. Ups. Oh Gott. Sag mir nicht, dass sie jetzt auch noch sterben wird. Oh Gott, Vorsicht! Unter der Fußmatte! Der Schlüssel ist unter der Fußmatte! Komm schon, macht auf! Er ist immer unter der Fußmatte! Seid ihr da? Lasst mich rein! Sam! Shit! Mike! Oh Gott! Du siehst schlimm aus! Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Es war... Oh, ich dachte, der Schlüssel wäre da unten. Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Ich dachte kurz, der Schlüssel wäre unter dem Stein. Das fände ich sehr lustig. Mike, was ist mit Josh? Er hat ihn. Gott, was für ein furchtbarer Tod. Nicht gut. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ja. Ist da noch jemand. In den Keller! Ja! Wo soll... Natürlich! In den Keller! Mein Gott, wo nimmst du nur diese guten Ideen her? Mike! Bist Genie! Der Keller! Wo sonst? Wollen wir uns noch aufteilen, bevor wir in den Keller gehen? Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Hm? Daran will ich gar nicht denken. Los, wir müssen weg! Abby! Ich mein M! Verschließ die Tür. Oh, shit! Ihr wisst, wie man Türen öffnet. Mit viel Gewalt. Er reißt sich zusammen! Ganz ruhig. Vorsicht. Er hängt an der absurd riesigen Kugel. Ich habe den Controller zur Seite gelegt, damit ich das schaffen kann. Mein Gott, ich hatte ihn nur auf meinen Beinen liegen und der hat sich langsam da wegbewegt, wollte mich verarschen. Wie ist das überhaupt möglich? Was heißt der Schummler, wenn ich ihn in der Hand halte, schaffe ich es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Lichtlein auf, habe ich recht. Ich halte den Controller in der Hand. Nein! Ein Stopp! Seht ihr, es funktioniert nicht, wenn ich ihn in der Hand halte! Nein! Ich wollte mich verarschen! Oh mein Gott, wenn Emily was passiert, werde ich mir es nie verzeihen. Leg den Schalter um.
Als ob das am Ende jetzt noch nötig gewesen wäre. Das war doch Schwachsinn. Aber Team Emily, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Team Emily. Habe Bestätigung für zwei Überlebende. Das ist hier ein Emily-Stream von Anfang bis zum Ende. Sie hat überlebt. Emily und Mike. Yes! Wobei ich mir nicht verzeihen werde, sich Wolfgang... Das ist jetzt das Ende, wirklich. Sie sind einfach abgehauen. Wobei ich mir natürlich nicht verzeihen werde, was Wolfgang passiert ist. Tut mir leid, Team Sam. Ich war auf eurer Seite. Und jetzt können wir doch mal sehen, wer alles gestorben ist unterwegs. All die Freunde, die wir gewonnen und verloren haben. Hauptsächlich die, die wir verloren haben. Ja, das war die dämlichste Scheiße überhaupt. Du bist kacke im Spiel. Leck mich! Gott, verabscheue ich dich. Was ist das für eine Aufführung? Ich lasse mich jetzt nicht von euch beleidigen. Jessica, Todeszeit 6.30 Uhr. Sam war die Beste. Sam war okay. Sie war keine Emily. Und gibt es ansonsten wirklich... Haben sie wirklich kein Ending für das Spiel gemacht? Also kein richtiges? Dass jetzt Emily und Mike da sind und sich sagen, oh, das ist ja nun vorteilhaft. Ich hatte recht, du verkackst. Ich hab das Spiel nicht verkackt. Er hielt sie mir direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn. Aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Er hat den Vogel abgeschossen. Er ist voll durchgedreht. Wollte uns was antun. Ja. Und ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Wegen Matt, haben sie ihn gefunden? Nein, noch nicht. Es kommt noch ein bisschen Ending. Er ist tot, oder nicht? Wieso sagen Sie das? Oh, nein, 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 nein. Er war... Oh mein Gott, ich war so ein Biest und ich... Nein, Emily, dich trifft keine Schuld, sag sowas nicht. Dich trifft keine Schuld, Emily. Josh half uns. Und dann... Fuck, Mann. Dieses Ding... Okay, der Wendigo, er kam da aus dem Dunkeln und hat... Emily, schaffst das, wenn sie da hat, wenn du Spiels noch hast. Deswegen sind wir Team Emily. Ich bin abgehauen. Wozu sollten wir beide drauf gehen? Du hast ein Standbild, okay. Den Rest kann ich jetzt überspringen. Guck auf YouTube Standing an, wenn alle überleben. Hey, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war das Spiel. Okay. Die Leute sind immer noch sauer auf mich. Das ist halt der Mund mit deinem Emily-Fanboy-Gehabe. Das ist kein Emily-Fanboy-Gehabe. Ihr wisst, dass ich recht habe. Okay, wie es aussieht, nochmal. Nein, nein, das machen wir nicht nochmal. Wie es aussieht, war das Until Dawn. Ich abschließe Worte zum Spiel. Ja, irgendwie... Ich meine, es ist nett für das, was es ist, aber mein Gott, ist das Spiel Trash. Wisst ihr das? Es war wirklich dumm und ich weiß nicht. Es wurde sehr gelobt, als es rauskam und sowas. Ich meine, es ist für den Stream unterhaltsam, weil vor allem bei solchen Spielen ist immer ganz interessant, weil man sehen kann, wie der Chat reagiert und solche Dinge. Deswegen, das ist eine ganz nette Sache, aber ansonsten... Nee, mein Favorit. Du bist schuld wegen Wolfgang. Hey. Nicht mein Favorit. Aber gut, war unterhaltsam soweit für das, was es ist. Heavy Rain wird der True Greatness, Mogi. Ich bin gespannt. Wird dann noch ein paar Wochen dauern, bis wir es anfangen zu spielen. Aber ist geplant. Aber gut, das war das Spiel soweit für heute. Hat es Spaß gemacht? Es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, für den Stream funktionieren solche Spiele halt wirklich gut. Da sind sie auch sehr angenehm. Ey, bin ich sauer. Die Art und Weise, wie du es gespielt hast, war super. Dankeschön, danke. Sag dir doch, du schaffst es heute noch zu Ende. Ich merke schon. Bei howlongtobeat.com meinten sie 10 Stunden, aber das kam scheinbar nicht so hin. Ich fand die Idee mit deinem Psychopathen besser als mit Wendigos. Ja, das hätte mir auch besser gefallen.
Habe ich auch schon gelesen, dass ab der, dass bei kurz vor der Stelle, als das mit den Wendigos losging, dass da manche im Chat geschrieben haben, und ab jetzt wird das Spiel dumm. Ja, aber gut, das war Until Dawn, denke ich, soweit. Das war soweit Until Dawn. Und nachdem ich heute schon um 17 Uhr angefangen habe zu streamen, streame ich gerade für über 5 Stunden. Dementsprechend habe ich eine Stunde überzogen und wir sind, glaube ich, fertig für heute. Außerdem, geile Euro von Eigner. Vielleicht sollst du Heavy Rain doch nicht spielen. Endet ja instant dann. Hey. Das wird sich zeigen. Aber gut, das war der Stream für heute. Vielen Dank fürs dabei sein. Am Sonntag, wer war das nur? Das ist mysteriös. Am Sonntag bin ich mir noch unsicher, ob wir einen Stream machen werden. Sonntag habe ich nämlich Geburtstag und ich weiß nicht, ob ich da wirklich Lust drauf habe, zu streamen. Deswegen stellt euch eher darauf ein, dass Sonntag kein Stream kommen wird. Aber ich denke, das sollte soweit verständlich sein für alle. Na gut, das war dann der Stream. Vielen Dank fürs dabei sein. Ja, keine Ahnung, Streamplan. Ich wollte gerade irgendwas darüber erzählen, aber ich sollte mir das selber Gedanken machen. Ja, vielen Dank fürs dabei sein. Alles Gute, Vortrag. Das sagt mir nicht, das ist scheiß unnötig. Das bringt Pech. Tu das nicht. Genau, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.